Der Aufsteiger fordert den Krisenclub. Mitteldeutscher Basketballclub gegen den FC Bayern München Basketball. Wow! Oh mein Gott! Hoppla, hey! Überraschung oder Favoritensieg? Und boom! Die BeKo Basketball Bundesliga am Montag. Jetzt live. Ja, es ist der vierte Spieltag in der BeKo BBL, liebe Zuschauer, und dazu herzlich willkommen. Das Ganze live aus der Stadthalle in Weißenfels, wo der Aufsteiger, der MBC, dem großen FC Bayern München heute ein Bein stellen will. Ja, ob es dazu kommt, das wissen wir im Anschluss an diese Sendung. Wir freuen uns auf diese Partie und es klang schon an, das ist eben sowas wie David gegen Goliath im Basketball. Wo könnte das nicht heute passender sein als genau bei dieser Partie? Für die Mann vom MBC geht es ausnahmslos eigentlich in dieser Saison nur um den Klassenerhalt. Bei den Bayern, da dürfte es doch ganz gerne auch mal der Titel sein. Aber sie sind nicht so wirklich prächtig gestartet in die Saison. 2 von 3 Partien gingen verloren, beide Heimspiele. Nur auswärts konnte man gegen Gießen gewinnen. Das Team wirkt einfach noch so ein bisschen auf der Suche nach sich selbst, auf der Suche nach Teambasketball, trotz dieser individuellen Klasse. Und die Frage ist natürlich auch, was ist mit den Neuen? Die sind noch nicht da, wo sie sie gerne hätten, die Bayern. Yotam Halperins Leistung bisher sinnbildlich für die derzeitige Situation in München. Der Israeli der Top-Einkauf der Bayern. Doch in den bisherigen Spielen konnte der Shooting Guard nur wenig überzeugen. Bei allen Bundesliga-Auftritten kommt der 28-Jährige lediglich auf 19 Punkte und 8 Assists. Sicherlich hat sich der FC Bayern den Start mit Halperin anders vorgestellt. Der Mitteldeutsche Basketballclub geht hingegen mit einem positiven Gefühl in die heutige Partie. Am dritten Spieltag in Frankfurt sorgte Sekundenverschluss dieser Block von Kelly Beidler für den ersten Saisonsieg. Der Aufsteiger hat bewiesen, furchtlos gegen einen Favoriten ins Spiel zu gehen. In der eigenen Halle mit dem Publikum im Rücken soll der Aufwärtstrend weitergehen. Ja, pünktlich haben sie Selbstvertrauen getankt, die Mannen von Silvano Poropat, dem Coach vom MBC, vom Mitteldeutschen Basketballclub. Und übrigens, sie sind auch schon richtig gut gestartet in der Vorbereitung. Wir haben 9 von 10 Vorbereitungsspielen gewonnen, unter anderem auch gegen Alba Berlin. Also das deutet schon so ein bisschen darauf hin, dass sie sich nicht hier wehrlos ergeben wollen in dieser Saison. Unter anderem ja auch jetzt mit dem Erfolg in Frankfurt. Und sie haben 2 Männer, die beiden Neuzugänge aus den USA, Beidler und Curry, die so für gut und gerne 30 Punkte pro Partie zusammen gut stehen. Also, wir sind gespannt, ob das heute was gibt hier für den Außenseiter. Wir schauen drauf, haben natürlich auch noch für Sie etwas zu gewinnen und danach melden sich Ihre Kommentatoren. Das ist Stefan Beck, unser Experte, heute an der Seite von Frank Buschmann. Viel Spaß dabei. Gewinnen Sie heute eines von 3 NBA 2K13, das Basketballspiel des Jahres mit der einzigartigen Kombination aus packender Action mit vielen Superstars und Legenden und dem perfekten Soundtrack. Außerdem verlosen wir Ende Dezember eine PlayStation 3 inklusive NBA 2K13. Machen Sie mit und rufen Sie jetzt an unter der 01379 010099. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkpreise sind deutlich teurer. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren erlaubt. Wir wünschen viel Glück. I love it 'cause it's helping me. I love it 'cause it sets me free. I love it, it makes me happy. It is cooking, it is freezing, and it's cleaning. Oh, oh, BeKo. Ich war auf der Suche nach einer Antwort. Irgendetwas, irgendeinen Hinweis darauf, was ich tun sollte. Vor allem, weshalb ich überhaupt hier war. Jetzt ausmisten. Mach deine Bücher, Filme, Games und Handys sofort zu Geld. Rebuy kauft deine Artikel zum Festpreis. Sicher und einfach. Artikel online eingeben und dem Festpreis zustimmen. Deine Vorteile? Sofort Bares, keine Auktionen, kein Warten. Alle Artikel in nur einem Paket kostenlos versenden an rebuy.tv. Carglass repariert, Carglass tauscht aus. Jeder Steinschlag wird irgendwann zum teuren Riss. Kommen Sie besser vorher zu Carglass. Genau wie Familie Penke das mit ihrem Steinschlag gemacht hat. Verdammt!
Carglass repariert. Carglass tauscht aus. Bei Autoglas sind wir die Spezialisten. Wir haben das stärkste und langlebigste Reparaturharz Deutschlands entwickelt. Unser HPX3 dringt besonders tief in die Mikrorisse ein und es hält länger. Andere Harze ziehen sich mit der Zeit zurück und der Steinschlag kann doch wieder zum Riss werden. Mit HPX3 dagegen bleibt Ihre Scheibe garantiert stabil. Die Reparatur mit diesem Spezialharz bekommen Sie nur bei Carglass. Und das auch noch kostenlos. Carglass, das rundum sorglos Paket bei Steinschlägen. Carglass repariert, Carglass tauscht aus. Einen schönen guten Abend auch hier vom Kommentatorenplatz in der Stadthalle in Weißenfels. Der MBC, der Aufsteiger in die Basketball-Bundesliga gegen das 9-Millionen-Euro-Projekt gegen den FC Bayern. Sie hier sind krasser Außenseiter, da muss man sich nichts vormachen, obwohl sie bisher die gleiche Bilanz haben wie die Bayern, nämlich einen Sieg und zwei Niederlagen. Für den MBC ist das, wenn man das so sagen darf, normal, also für die Herren hier. Aber für die Bayern ist das natürlich weit hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Wir werden auf die Akteure des MBC noch intensiver eingehen, auf die Spieler von Cheftrainer Poropat, den man vor allem aus seinen 4 Jahren in Ludwigsburg in der BKBBL noch bestens kennt. Wir werden die alle schön ausführlich im Laufe des Spiels vorstellen. Das sind die größeren Namen, die der Akteure des FC Bayern München, die des Teams von Christopoulos, des Nachfolgers von Ex-Bundestrainer Dirk Bauermann. Alles gleich in aller Ruhe. Wir legen in ein paar Sekunden los hier aus Weißenfels. Dieses Basketballspiel wird Ihnen präsentiert von Beko. So, also die Bayern in den schwarzen Trikots, in Orange die Gastgeber an meiner Seite. Sascha Bandermann hat schon verraten. Stefan Beck, der Europameister von 1993. Lang, lang ist es her, aber er kennt sich immer noch richtig gut aus. So, Stefan, Favoritenrolle ist bei den Bayern trotz des verhaltenen Saisonstarts. Ja, definitiv. Das sind die großen Namen, du hast erwähnt. Und sie haben eigentlich auch das kultiviertere Spiel, obwohl beide eben auch die gleiche, ähnliche Statistik haben. Ja, nur die Assists sind bei Bayern extrem besser, also mehr. Und deswegen glaube ich auch, dass Bayern das hier schaffen kann, weil sie, wenn sie als Mannschaft spielen. So, erste 1-gegen-1-Situation, die Wachowski da versucht für den MBT. Da rutscht ihm der Ball aus den Händen. Jetzt die Bayern mit Tyrese Rice gegen Curry, den die Weißenfelser aus Österreich, aus Gmunden, verpflichtet haben, den kleinen Aufbauspieler. Der wird hier sicherlich noch von sich reden machen heute. Holman. Holman geblockt. Klasse Block gegen Jared Holman. Oh! Pantelic blockt Holman weg. So, da haben wir Curry. Sehr, sehr guter Schütze. Und unglaublich schnell. Sehr, sehr guter Schütze. Und das war kein einfacher Wurf. Halperin war wirklich da mit dem Hand noch im Gesicht. Also das war ein schwieriger Wurf. Und offensichtlich kann er die. Er hat mir das Vertrauen. Der hat in den 3 Spielen bisher im Schnitt knapp 15 Punkte gemacht. Sherrod Curry. Ich will jetzt nicht sagen, weil er in Österreich letztes Jahr im Schnitt 19 gemacht hat, sollte man auf ihn achten. Die österreichische erste Liga ist nicht die stärkste. Aber er hat eben schon gezeigt, dass er in dieser Liga hier in der BKBBL mitmischen kann. Holman gleicht aus für die Bayern. Da wird das Duell, das interessant werden kann und das schnell wird. Curry gegen Rice. Timberlake gegen Jotam Halperin. Timberlake kommt da durch zum Kopf, setzt die Klasse durch. Guter Auftakt hier für die Gastgeber. Ja, da könnte die Athletik im Duell mit Halperin für Timberlake sprechen. Ja, also Halperin ist ein exzellenter Basketballspieler, gar keine Frage. Es macht Spaß, ihm zuzusehen, wenn er den Ball hat. Aber in der Verteidigung sieht man hier, seine Bewegung am Offensivspieler ist nicht so gut. Und gerade da auch die Mitte wieder offen, das ist schwierig für ihn. Und man sieht hier jetzt an dieser Aktion, Fehlpass von Benzing in Richtung Halperin, dass die Abstimmung einfach noch nicht funktioniert in dieser Saison bei den Bayern. War auch gegen Quakenbrück bei der knappen Heimniederlage zu erkennen. Ja, und wenn du das nochmal ansprichst von eben, die Bayern jetzt hier mit dem schönen Stil von Reis, der aufgepasst hat und erzählt,
Ja, das ist eine tolle Aktion und das brauchen die Bayern hier, weil sonst wird es wirklich schwer. Ich erinnere mich noch an Spiele mit Köln, wo wir hier wirklich als klarer Favorit hergekommen sind und dann wirklich kämpfen mussten bis zum Ende und am Ende sehr oft hier verloren haben. Aber die Bayern haben natürlich intern Probleme. Die Mannschaft muss jetzt Ruhe bewahren. Es ist sehr, sehr viel, wird sehr, sehr viel gesprochen um die Bayern. Ja, das ist nicht einfach für diese Mannschaft. Und jetzt dann hier im Weißenfeld zu spielen, ist das Einzige, was für Weißenfeld spricht. Alperin mit seinen ersten drei Punkten in dieser Partie bringt die Bayern knapp in Führung. Es ist sowas wie das Spiel des Jahres für den Aufsteiger. Wohl die Mannschaft mit dem geringsten Etat in der Beko Basketball Bundesliga gegen die mit dem vielleicht höchsten. Ah, kein guter Ball. Und jetzt Fast Break über Rice auf Robert. Schön gespielt und der mit ein bisschen Muzzle legt er ihn rein. Lawrence Roberts, der gemeinsam mit Rice aus Litauen zu den Bayern kam. Ja, und die Bayern doppelt sehr früh schon direkt nach Korferfolg, einfach um da den Rhythmus für sich, glaube ich, eher zu finden. Nicht um die Weißenfelser da nachhaltig zu stören, sondern für sich eine Aggressivität in der Verteidigung zu finden. Foulspiel an Pantelic. Pantelic aus Ungarn hier nach Weißenfels gekommen. Und wenn Sie schon hören, ein Curry aus Österreich, ein Pantelic aus Ungarn hier am Ball. Man muss einfach eben diese finanziellen Rahmenbedingungen zugrunde legen. Da muss man gut scouten in schwächeren, kleineren europäischen Ligen und da die Sahnestückchen rausholen. Curry, der ist stark, der ist unglaublich schnell. Schöner Tempowechsel da und wieder sehr hoch abgeschossen, um den Block zu verhindern. Und wieder das Duell der beiden Spielgestalter. Roberts, Holman, Halperin gegen Timberland. Halperin mit einem sehr, sehr hohen Basketball-IQ ausgestattet. Rice, Block kommt von Holman, Pick and Roll, Block und Abrollen, Benzing, schöne Flugstunde, aber es dauert ein bisschen zu lange, die 24 Sekunden für den Angriff abgelaufen, dann muss man abschließen, das gelingt Benzing nicht vor Ertönen des Horns und das heißt Ballbesitz für den MBC. Es hat ein bisschen, Sekündchen zu lange gedauert. Aber vorher schon sehr, sehr gut verteidigt. Weißenfels optimal vorbereitet auf dieses Pick and Roll zwischen Reis und Holman in der Mitte. Und wenn man die Bayern scoutet, weiß man, dass sie es gerne machen und da kann man natürlich auch gut verteidigen. Und das haben sie hier eben exzellent getan. Also dieses Pick and Roll, das ohne Ende gespielt wird im Basketball. Also einen Block setzen, dann zum Korb abrollen. Nicht ins Essen brechen, liebe Basketball-Experten. Wir erklären das, weil wir hier am Montagabend den ein oder anderen Fußballer haben könnten, der sich das mal gibt. Und wir wollen ja daran arbeiten, dass Dieter Hecking nicht mehr sagt, Basketball ist ein körperloser Sport. Und da müssen wir ein bisschen was erklären. Wir werden das im Rahmen halten. Oh, jetzt schon ein Stoßgebet gen Himmel. Das ist noch ein bisschen früh. 6:7, der Rückstand der Gastgeber. Halperin gegen Timberlake. Halperin also jetzt im Spielaufbau. Jetzt ist der Ball bei Rice, beim etatmäßigen Playmaker. Block kommt von Holman oben gegen Curry. So, und dann hat er eben den Vorteil, dass Holman zum Korb abrollt. Macht er hier und legt ab auf Roberts. Und er haut das Ding rein. Das ist eine viel, viel bessere Lösung. Holman kommt hier einfach einen Schritt weiter zum Korb und er findet dann den freien Spieler, der geholfen hat. Curry gegen Rice. Foul war auch vorher vor der Wurfbewegung. Rice bekommt das Foul. Ist da mal überhaupt nicht mit einverstanden. Wir erleben jetzt den ersten Wechsel bei den Bayern. Steffen Hamann kommt für Rice, Demond Green kommt für Jotam Halperin. Die Tiefe des Teams, die Tiefe der Mannschaft, das heißt die Ausgeglichenheit, die spricht für sein Team, denn die Bayern da mit einem Green, mit einem Hamann von der Bank, das ist schon nicht ganz schlecht. Ein Troutman sitzt da auch noch draußen. Ja, aber das geht auch. Steve Wachowski. Der MBC bleibt hier am Anfang dran und das ist wichtig aus Sicht des Aufsteigers. Sie wollen die großen Bayern ärgern. Nah am Schrittfehler Holman und dann ist der Ball im Aus und jetzt
geben die Referees Einwurf für die Bayern. Unglückliche Entscheidung. Ich habe da schon einen Schrittfehler gesehen von Homan. So, also das ist für mich schon mal ein glasklarer Schrittfehler. Und dann ist, glaube ich, hier Hamann auch noch zuletzt am Ball. Also das ist eine Fehlentscheidung. Und als ob das eine Kompensation wäre, gibt es jetzt einen Offensivfoul. Das darf natürlich auch nicht sein, wenn es denn eine Kompensation war. Das Schiedsrichter Hesse hier jetzt auf Offensivfoul gegen Demond Green, glaube ich, entschieden hat. Ja, aber schon das vierte Teamfoul der Bayern. Ja, man sieht auch, dass es sehr schwer ist für die Bayern hier Ruhe zu bewahren, weil Weißenfels verteidigt sehr gut. Ja, und wenn man als Favorit da nicht agieren kann, so wie das jetzt hier bei sehr, sehr souverän rausgespielt, auch sehr einen einfachen Wurf. Ja, das ist zu einfach. Viel zu einfach. Wachowski mit dem Dreier. Brandon Thomas und Sharon Troutman kommen gleich für die Münchner. Gut verteidigt von Pantelic gegen Homan. Benzing für drei. Nein. Homan. Nochmal Benzing. Gibt jetzt neue 24 Sekunden, da der Ball am Ring war. Also nochmal Angriffszeit für die Bayern. Ja, etwas spekuliert hier in der Defense. Aber sie bringen Unruhe ins Offensivspiel der Bayern. Da wird nicht mehr alles konsequent durchgespielt. Etwas wilde Würfe. Und hier stehen die Zuschauer schon im Boxbau. Die sind einverstanden mit ihrem Team hier bisher im ersten Viertel. Jetzt darf auf der anderen Seite der MBC nicht überdrehen. Ja, da sind auch wilde Pässe dabei jetzt. Kelly Beidler neben Curry, der erfolgreichste Scorer, Punktesammler bisher in dieser Saison beim MBC. Auch sehr, sehr athletisch. Außerdem jetzt bei den Aufsteigern Williamson, der Isländer, ein Isländer in der BKO BBL dabei. Und dann gleich mit dem Fehlpass beim Einwurf. Fast Break Chance über Brandon Thomas, gut abgelegt. Ja, auch, aber den muss er machen. Das erledigt dann Troutman für Jared Homan. Da haben wir den Isländer. Da hat er gedacht, der ein Pfiff gewesen, war aber gar nicht. Pantelic holt den Offensiv-Rebound. 11-11, 3:20 noch im ersten Viertel. Schlechter Ball. Also der führt sich hier nicht gut ein, Williamson. Und Foulspiel gegen den MBC, gegen Pantelic, der Troutman gehalten hat. Ganz schön was los hier, ne? Hektisch. Eine Menge Hektik im Spiel und das spielt eigentlich für den MBC. Wenn die das Spiel so hektisch, so emotional halten können, das ist Gold wert für den MBC. Und die Bayern, die müssen das Spiel ruhig halten, die müssen sich auf ihre Stärken besinnen, die müssen das Spiel einfach halten, den Ball unter den Korb geben und im Prinzip ihre individuelle Klasse im Teamspiel dann auch durchsetzen. Aber wenn das Spiel so hektisch ist, können sie das nicht zeigen und der MBC wirklich hier mit einer sehr, sehr guten Leistung in der Verteidigung, wie auch im Angriff. Hamann gegen Williamson. Troutman. Abgelegt von Hamann auf Homan im letzten Moment. So ein bisschen ein Notball, aber er weiß, dass Homan danach kommt, runterschneidet und dadurch die Punkte für die Bayern. Zwei Punkte, die Führung für die München. Von Pantelic, Williamson geht auf der schwächeren Seite vorbei und vergibt aber Pantelic mit dem Putback, kommt hinterher, wichtig, spekuliert darauf, dass das Ding rausrollen könnte und legt ihn rein, Ausgleich. Ja, diese Punkte sind so wichtig für den MBC, weil die Bayern da ein bisschen geschlafen haben. Ja, und die Bayern, wenn die diese Punkte, wenn sie da nicht ausboxen, die einfachen Chancen zerstören vom MBC, haben die ein Problem. Da sehen wir es nochmal. Das ist Wille pur von Pantelic, der jetzt auf der Bank sitzt. Für ihn Philipp Lieser im Spiel beim MBC. Troutman. Aggressiv das Spiel in der Defense beim MBC. Jetzt kassieren sie das Foul.
Ja, und Damon Green holt jetzt alle, als erfahrener Spieler, holt jetzt alle an die Freiwurflinie nach dem Foul hier von Malte Schwarz an Troutman, um einfach die Mannschaft zu beruhigen und zu sagen, besinnt euch auf das, was ihr könnt, weil das ist nicht, die Bayern spielen genauso wie der MBC. Der MBC kann wild spielen, das ist deren Spiel, die müssen hier mit Mut, mit viel Energie und mit viel Risiko spielen. Die Bayern müssen das Spiel beruhigen. Green. Nächstes Foul gegen den MBC. Nummer 17 MBC vor einer Schnalle. Erstes Foul. Lange ist das übrigens nicht Philipp Lieser, sondern es ist Johannes Lange, der beim MBC gekommen ist. Von der Linie 2-Punkte-Führung für die Gäste. So, jetzt bin ich gespannt mit Malte Schwarz und Williamson im Spielaufbau. Wie können sie dem Druck der Bayern-Defense standhalten? Bisschen wild bisher hier der Auftritt von Williamson. Lange. Wachalski noch 5 Sekunden. Das ist weit. Das ist zu weit. Lange liegt am Boden, ist wohl mit dem Kopf aufgeschlagen. Korb zählt und jetzt unterbrechen die Schiedsrichter. Lange hat da wohl einen Schlag ins Gesicht bekommen. Also hier ist aber ordentlich Bambule, mein lieber Scholli. Foul habe ich da nicht gesehen, habe ich aber auch ehrlich gesagt überhaupt nicht drauf geachtet. Wachalski geht beim MBC. Für Lange geht es weiter. Und Devin Uskowski kommt. Oh ja, da geht der Ellbogen raus von Holman, Stefan. Das ist schon der Ellbogen. Das, ne? Das war schon eine harte Geschichte. Das ist, also wenn die Schiedsrichter das sehen, ist das ein unsportliches Foul, ganz auf ehrlich. Jeden Fall, ja. Also das war mir eine Spur zu heftig. Und zwar eine ganze Spur. Also da sollte Holman sich zusammenreißen. Das war unsportlich. Haben die Schiedsrichter, können sie nicht gesehen haben, denn sonst müssen sie das pfeifen. Aber man kann nicht alles sehen. Das ist, wenn man heutzutage... Wir haben es auch nicht direkt wie gesehen. Wie die Spieler unterm Korb arbeiten, da ist so viel Kontakt, da wird so viel geschoben, gehalten, gezerrt zum richtigen Moment. Ja, man muss eine richtige Position haben. Was man nicht darf, ist natürlich mit dem Ellenbogen um sich schlagen und das wird dann auch zumeist geahndet. Aber da hat er Glück gehabt, der Center der Bayern. Ist ja so ein bisschen ein Pulverfass, Jared Holman. Sehr, sehr leicht reizbar. Da wollen sie dran arbeiten beim FC Bayern. Sehen sie auch auf einem guten Weg, aber das war wieder so eine komplett überflüssige Aktion. Oh, schlechter Ball von Green. Hamann rettet das Ganze. Jetzt kann es in Überzahlspiel laufen. Nein, Tempo raus. 15 Sekunden für die Offensive. Hamann. MBC jetzt auch nach Freiwürfen, nehmen mit einer 1-2-2-Zonenpresse zurück in eine Zone, um das Bayern-Spiel noch mehr zu stören. Aber sie spielen den Ball immer wieder unter dem Korb zu Holman, der nicht immer die beste Lösung findet. Kein guter Wurf, aber er musste eben, weil die Uhr runterlief, Steffen Hamann. Ball ist beim MBC, Chance zum Ausgleich, Kelly Weidler. Und, ich wollte schon sagen, und gleich ein Dreier zum Einstand für Kevin Uskowski. Green, der bringt hier so ein bisschen Ruhe rein, versucht das zumindest. DeMont Green, 12 Sekunden für die Bayern-Offensive. Green gegen Malte Schwarz. Es wird Zeit, zum Korb zu kommen. Der zählt. Und ein Foul an Sheven Troutman. Und jetzt ist hier mal richtig Alarm. Jetzt drehen die MBC-Fans nahezu durch. 24 Sekunden waren noch nicht abgelaufen, als der Ball die Hand verlässt. Oder doch? Jetzt gibt es ein Gespräch mit dem technischen Kommissar. Nein, der will nur wissen, wer das Foul begangen hat. Also, Korb zählt für Troutman und Bonus-Freiwurf. Der Abschluss war in der Zeit, innerhalb der 24 Sekunden, das Foul auch. Das heißt, Korb zählt, Bonus-Freiwurf für Sheven Troutman. Bayern jetzt erstmals mit 5 weg. Letzte halbe Minute im ersten Drittel läuft. Lange.
Jetzt noch eine spektakuläre Aktion wäre wichtig für den MBC. Williamson. Nochmal der Isländer. Nee. 1 für die Bayern, sagt Schiedsrichter Hesse. 8 noch im ersten Viertel, 20:15 für die Münchner. Ist das hektisch hier? Williamson, er muss schießen. Also, wir müssen mal ein bisschen runterkommen hier. Run and gun. 20:15 für die Bayern in Weißenfels. Bis gleich. Genießen Sie das Basketballspiel mit Beko. It's helping me. I love it 'cause it sets me free. I love it, it makes me happy. It is cooking. Bridgestone Winterreifen. Den Winter unter Kontrolle. Your journey, our passion. Bridgestone. Kann ich mal Ketchup haben? Ja, klar. Danke. Gerne. Essen wir weiter, ne? Ciao. Ciao. Schmeck dich weg bei den McDonald's Fernschmeckerwochen mit dem Big Argentina Barbecue und dem Thai Chicken. Jetzt Gutscheine downloaden. I love my country. Kinder Country. Milchcreme, 5 ausgewählte Cerealien und zarte Schokolade. I love my country. Genießen Sie das Basketballspiel mit Beko. Stefano Poropat und seine Wölfe aus Weißenfels halten es hier offen bisher. Das erste Viertel ist rum. Sein Team liegt mit 5 hinten gegen nervöse Bayern. Das wird hier ganz deutlich in der Anfangsphase des Spiels. Lawrence Roberts, isoliert, 1-1 gegen Uskowski, der blockt den! Hat vor ein paar Jahren noch in der Regionalliga in Deutschland gespielt, Uskowski. Brandon Thomas mit den nächsten Punkten, jetzt 7 Zähler Vorsprung für die Bayern. Jetzt muss der MBC vorne was machen. Wachowski, Williamson. Alte Schwarz. Und der Pass mit Ablauf der 24 Sekunden. Der Mann, der von der Regionalliga bis zur BKO BBL in den letzten Jahren alle Ligen durchgemacht hat. Regio, Pro B, Pro A, BKO BBL. Und immer spielt er gleich. Völlig wurscht, gegen wen, auf welchem Niveau, immer gleich. Kevin Uskowski. Für den MBC ist es natürlich heute ein sehr, sehr einfaches Spiel. Sie haben nichts zu verlieren. Im Vorbericht haben wir gesehen, das ist David gegen Goliath. Und gegen einen Goliath, der eine Menge Unruhe in der Mannschaft hat. Die Bayern brauchen jeden Sieg, um die Stimmen von außen zu verstummen zu lassen, dass man in Ruhe trainieren kann, strukturiert wieder weiter Basketball spielen kann. Und da ist jeder Sieg wichtig. Und wenn das heute nichts wird, dann wird es wieder nichts mit der Ruhe sein in München. War er schon entspannter Boropat hier als Cheftrainer beim MBC. Es geht nur um den Klassenerhalt. Und Brandon Thomas verlegt beide Freiwürfe. Williamson. Wachowski. Es wirkt ein bisschen unstrukturiert, was der MBC vorne abliefert. Sehr viel, ja, unkonventionelles, ne? Immer wieder 1-1. Ja, aber dann darum, ich meine, das ist jetzt auch ein wichtiger Test für die Bayern. Jetzt geht es darum, den Gegenspieler im 1-1 zu halten.
Und das ist ja auch das Schöne im Sport. Man muss wirklich sich manchmal eins gegen eins zuweisen, dass man auch der bessere Spieler ist. Na klar sind das die größeren Namen, aber da wollen die Spieler vom MBC nichts von wissen. Naja, und das ist für die Herausforderung überhaupt. Für einen Timberlake, der auch hier verschießt von der Linie, der will natürlich zeigen, pass mal auf, Freunde, eure Namen, eure Kohle, das interessiert uns nicht. 8:35 noch im zweiten Viertel. 18:22. Im Duell zweier Mannschaften, die jeweils ein Spiel bisher gewonnen haben, zweimal verloren. Für den MBC ist das im Grunde normal. Für die Bayern hatte man wohl was anderes erwartet als Heimniederlagen gegen Oldenburg und Quakenbrück. Roberts, schön gespielt. Schöner Lobpass und dann klares Foul an Sharon Trout. Ich sage gerade, schöner Lobpass, der war natürlich ewig lange unterwegs. Ne? Den kann man schon verteidigen, oder? Ja, die MBC macht das auch ganz clever. Sie fangen in der Zone an, in der 2-3-Zone. Nach dem ersten Pass sprengen sie aber oben in Manndeckung. Und dann ist natürlich keiner da zum Helfen, weil alle nur am Gegenspieler kleben. Aber jetzt diese verschossenen Freiwürfe zeigt natürlich, dass das Nervenkostüm der Münchner nicht gerade aus Stahl ist. Der Pass für Sherman Troutman. Wachowski. Jetzt hatte 2 gegen 1 Überzahl. Oh, Devin Oskoski. Und Einwurf für die Bayern. Aber das war einfach kein guter Abschluss von Devin Oskoski. Aber wenn MBC jetzt merkt, dass sie da immer Überzahl haben, sie müssen nur die erste aggressive Reihe, Beteiligungsreihe der Bayern schlagen, dann haben sie immer ein 2 gegen 1 oder ein 3 gegen 2. Wenn sie das verstehen zu nutzen im Spiel, dann wird es schwer für die Bayern mit der Presse. Dortmund gegen Wachowski. Hamann, klasse Pass auf Lawrence Roberts. Hat da Wilhelm schon ganz einfach geschlagen mit einer Körperfinte vorbei. Dann kommt die Hilfe und der Ableger, der Bodenpass von Hamann. Und wir haben hier die Auszeit, die Bayern mit 6 vorne. Den Moment. Heute ein König. König Pilsner. Mit Geld spielt man nicht. Aachen Münchner. Du liebst es. Dieses Gefühl tief in dir. Wenn du weißt, du hast alles gegeben. Und es nicht nur gemacht, sondern gut gemacht, Papa! Die Testsiegerbohrmaschine mit Press- und Lockbohrfutter. Jetzt für 49,95 in Ihrem Baumarkt oder im Fachhandel. Wir schauen uns doch mal den Ellbogen von Jared Homan an. Und das, der guckt vorher noch hin. Ich sag's dir, Stefan, nein, dann nehme ich jetzt kein Blatt vom Mund. Der guckt hin und haut den Ellbogen voll raus. Für mich gehört der hier nicht mehr hin. Also das ist eine Sauerei. Das war keine schöne Aktion. Also das. Nee. Fliegt mir hier der Kopfhörer vom Schädel. Also sowas. Nee. Das kann beim Kampf um den Rebound. Wenn die Ellbogen ein bisschen rausgehen, kann das mal passieren. Aber der guckt und dann haut er ihm das Ding vor die Rübe. Das darf nicht sein. Schiedsrichter haben es nicht gesehen. Curry, schöner Pass auf Malte Schwarz. Ja, sie haben Probleme, sich gute Wurfsituationen rauszuspielen, die Gastgeber. Eigentlich ein gutes Pick and Roll von Troutman und Stephen Hamann. Aber der MBC mit schnellen Händen. Timberlake. Und der Pantelic, darf ich einmal sagen, so typisch Hugo. Ganz abgezockt. Einmal kurz hochgucken, dann fliegen die vorbei und dann legt er rein. Sehr souverän gemacht. Er kriegt das hin. Ja, und er antizipiert gut.
wo der Ball runterkommt. Aber der Fehler war auch da, dass Timberlake wieder ganz, ganz nah am Korb war, ganz frei war. Und hey, Pantelic macht das gut am Korb. Und jetzt muss er aufpassen mit seinen abfälligen Handbewegungen, sonst kassiert er noch ein technisches. Aber ich kann es auch ein bisschen verstehen. Ich kann es wirklich ein bisschen verstehen. Der MBC hat hier nicht immer die guten Entscheidungen, also die besseren Entscheidungen vom Schiedsrichter bekommen, sondern sehr oft war es strittig und dann ärgert man sich als Spieler. Und dann ist man auch schon mal geneigt, sich da hinreißen zu lassen. Aber die Schiedsrichter sind auch angehalten, solche Unmutsäußerungen sofort und möglichst schnell mit dem technischen Foul eben zu ahnen. Vielleicht eine Ermahnung, die hat er jetzt. Das nächste Mal bekommt er garantiert das technische Foul. Also glücklich verlaufen die Schiedsrichterentscheidungen hier bisher für die Gastgeber nicht. Genau, drücken wir es mal noch vorsichtig aus. Und wenn man dann noch den Schlag von Homan dazu nimmt, dann kann das noch ganz heiß hier werden. Heißer als es jetzt schon ist. 6 Punkte Führung für die Gäste. Curry hat für meinen Geschmack ein bisschen lange gesessen. Er hat mir auch sehr gut gefallen am Anfang. Und ohne ihm spielbar auch direkt ein Bruch drin. Also er gibt da schon am ehesten Struktur der Offensive des MBC. Wie kann der so die Defense schlagen? Wie geht das? Ja, er ist halt viel schneller und als Roberts. Und offensichtlich will Roberts da ohne Foul verteidigen. Das ist ein Dribbling von der Dreierlinie, 2 Dribblings von der Dreierlinie zum Korb. Es ist viel zu einfach. 6 Minuten noch im zweiten Viertel. Schöne Bewegung. Vorne macht er das gut, Lawrence Roberts. Aber muss aber muss man ein bisschen aufpassen. Es ist ja auch Brandon Thomas, der gegen Timberlake spielt und nicht Roberts. Einwurf für seine Mannschaft. 6 Punkte hin. 5:41 in der ersten Halbzeit noch zu spielen. Brandon Thomas erfüllt bisher nicht die Erwartungen in München. Man darf da bloß nicht zu schnell den Start brechen, denn ist noch früh in der Saison, aber der tut sich sehr schwer. Ganz im Gegensatz zu Wachowski beim MBC. Das zum Beispiel ist kein einfacher Wurf. Ja, aber Weißenfels muss diese Würfe treffen, um im Spiel zu bleiben. Und sie sind auf 4 dran. Ja, das ist halt auch nicht einfach für die Bayern. Das haben wir in der letzten Saison schon gesehen. Da ist der Gegner immer noch ein paar Prozent mehr motiviert als gegen andere Teams. Schön abgelegt von Benzing, Troutman. Ja, das spielen sie jetzt ganz gut, dass sie da ihre langen unterm Korb zum Abschluss bringen. Sorry. Muskowski. Nee. Auch ein etwas eigentümlicher Wurf von oder die Wurftechnik von Devin Muskowski. Das Einzige, was im Endeffekt zählt, ist, ob du hochprozentig wirfst oder nicht. Der passte nicht. Und da haben wir Jared Homan, der für meinen Geschmack hier gar nicht mehr dabei sein dürfte. Rice gegen Malte Schwarz. Benzing. Homan gegen Muskowski. Gut, den Ball laufen lassen. Wunderbar gespielt jetzt von den Bayern. Einwurf für die Münchner. 4 Sekunden noch für diesen Angriff für die Bayern. Aber das war schön gespielt. Ja, das, was die Bayern können. Ja, sie können den Ball laufen lassen. Sie können erst das Mismatch unter dem Korb suchen. Der Ball geht raus. Der Ball geht von der einen Seite auf die andere Seite. Und dann ist Robin Wenzing der ideale Spieler, um eigentlich im 1 gegen 1 abzuschließen. Von ihm hier mit der 4 von Kelly Beidler haben wir noch nicht viel gesehen in der Offensive des MBC. Es hat neue Angriffszeit gegeben für die Bayern, weil der Ball oben am Ring war. Das war natürlich auch eine korrekte Entscheidung. Er war ja nach Benzings Aktion am Ring. Jetzt aber der Ballverlust. Wieder Devin Muskowski. Und den macht er. Ja, wir haben ja gesagt, die Quote ist am Ende entscheidend. 3 Schüsse, 2 Treffer. Ja. Aber er ist auch komplett alleine da. Bei den Bayern fehlt ein bisschen was in der Verteidigung, muss man sagen. Nächste Auszeit hier in Weißenfels. Die Münchner führen 31:28. Es ist eine enge Kiste.
Geschwindigkeit. Höchstleistung. Mensch und Maschine, immer am Limit. Die ganze Welt des Motorsports auf Sport 1. Immer top informiert mit den Motorsport-News und Mobil 1 Hochleistungsmotorenöl. Schluss mit grauen Haaren, mit dem innovativen Man Perfect. Man lässt es einfach 5 Minuten einwirken und das war's. Sieht aus wie vorher, nur ohne graue Haare. Man Perfect von Schwarzkopf. We know what you want. You want it all. And we're gonna give it to you. NBA 2K13. Hier nochmal eine Aktion von Timberlake, der da einfach zu leicht durchkommt. Brandon Thomas ist ganz schnell geschlagen und auch Roberts. Wenn man sieht, Christopoulos hat es in der Auszeit angesprochen, die haben noch 2 Mannschaftsfouls zu geben. Man kann heutzutage in der Liga nicht ohne Foul spielen. Man muss Foul einsetzen, um den Gegner auch zu stoppen, im Bereich des Erlaubten natürlich, nicht was wir von Hohmann gesehen haben, sondern das Foul muss man benutzen, um den Gegner zu stoppen. Ohne Foul ist es keine Verteidigung. 4 Minuten noch in dieser ersten Halbzeit, die Bayern führen mit 3 beim MBC. Hohmann gegen Devin Uskoski. Gut verteidigt von Uskoski, sehr gut verteidigt. Curry für den MBC. Wieder Uskoski, kommt da einfach durch, legt ab, offensiv, ja. Oh, ich bin da komplett anderer Meinung. Ja, ich sehe es auch gerade, ja. Das ist kein Offensivfoul. Erklär es kurz. Erst A ist er in diesem Halbkreis drin, da darf man kein Offensivfoul pfeifen. Und B, er macht für meine Begriffe auch einen Schritt zur Seite, viel zu spät. Also, ich wollte gerade sagen, dass mit dem Kreis, da muss er ja drinstehen, gar nicht entscheiden, sondern er macht voll den Schritt zur Seite in die Laufbahn von Uskoski. Nächste Fehlentscheidung. Also die Schiedsrichter sollten sich in der Halbzeitpause da ein bisschen sammeln. Da geht viel gegen den MBC hier bisher. Schön gespielt. Oh, super Pass. Ja. Halperin, das ist der Basketball-IQ, den wir angesprochen haben. Das war wirklich sehr ruhig, mit sehr viel Muße und Ruhe gespielt. 3:15 noch. Uskoski für 3. Uskoski für 3. Ratatatatatata. Der dritte. Und Hohmann mit dem nächsten Ellbogen. Junge, Junge, reiß dich zusammen. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Und jetzt sagt er noch, das wäre gefloppt. Das war bei weitem nicht so schlimm wie die Aktion, die wir vorher gesehen haben. Aber er arbeitet da wieder, Unterarm raus. Das gibt's doch gar nicht. Junge, normal, ja, da müssen die Bayern auch reagieren. Liebe Leute daheim, nehmt ihn euch zur Brust, die Verantwortlichen des FC Bayern. Das geht so nicht. So körperbetont ist Basketball dann auch nicht. Wir wehren uns ja immer gegen Körperlosigkeit. Aber das gibt's ja nicht, meine Herren. Weidler. Aber er holt sich den eigenen Rebound und hier ist der Ausgleich, 2:40 vor der Pause. So, spätestens jetzt wissen wir, das ist ein sehr, sehr schweres Spiel für die Bayern wird heute. Paul an Rice. Gab ja einige Leute, die gesagt haben, wie können die denn MBC gegen Bayern da am Montag ausprobieren? Ja, so ein bisschen das Hoffen auf diese Atmosphäre hier natürlich, sind wir ganz ehrlich. Ne? Das Feuer drin. Therese Rice, wie gesagt, wie Robert von Lietuvos Ritas aus Vilnius in Litauen zu den Bayern gewechselt. Hat auch bisher überhaupt noch keine Akzente setzen können, Stefan, muss man auch sagen. Ne, hier, vor allem in diesem Spiel, Therese Rice. Ja, die Aggressivität der weißen Fans in der Verteidigung nehmen jeden Spieler komplett raus, sodass er nicht zu seinen gewohnten Aktionen auf dem Spielwerk ist. Kein Spieler da, der Ruhe reinbringen kann. Halperin vielleicht jetzt einmal. Aber Rice ist eigentlich der Spieler, der das Spiel jetzt beruhigen muss für die Bayern. Curry, mit ihm funktioniert die Offensive der Weißenfelder deutlich besser. Wachowski kommt wieder durch. Foulspiel, geht an die Linie. Nummer 12, Bayern München, Robin Wendtin, großes Foul. Hier ist die Mannschaftsfoul, Bayern München.
2 Minuten und 17 sind es noch hier in der ersten Hälfte. Wachowski an der Linie für den MBC. Nächster Fehler. Also da tun sich beide nichts mit vielen Fehlversuchen von der Linie. Rice. Green offen. Gut. Schön rausgelegt auf die Weak Side, auf die schwache Seite, wo kein Verteidiger mehr war. Green offen und macht das Ding. Nächste Auszeit hier. Der MBC liegt 33 zu 37 zurück. So, Stefan, wir müssen da jetzt mal ein bisschen, da wir hier draufbleiben in der Auszeit, Aufklärungsarbeit leisten. Soll ja nun auch nicht der Eindruck entstehen, dass wir uns auf die Bayern oder auf irgendjemand persönlich einschießen. Aber diese Aktionen von Holmen, bei der einen hat er Glück, dass er nicht gesehen wird. Und bei der zweiten geht wieder der Unterarm, die Faust, Ellbogen in Richtung Gesicht, Kopf des Gegenspielers. Was kann man als Verantwortlicher tun? Ich bin mir gar nicht sicher, ob der Christopoulos das jetzt im Eifer des Gefechts mitbekommt. Aber Verantwortliche, vielleicht auch die jetzt zu Hause vor dem Bildschirm sitzen und das erleben. Was kann man tun? Willst du, dass ich jetzt einen Appell loswerde? Nee, aber erstmal ist... Ich will deinen Rat, ja. Das habe ich noch nie gefordert. Ich glaube, man muss erstmal den Spieler sehen. Holmen ist ein sehr physischer Spieler. Das sieht man schon, wenn man ihn sieht. Ja, also das ist ein Spieler, der ist breit, wie groß, wie schwer. Ja, und er hat auch eine sehr physische Spielweise. Er will immer nah zum Korb. Das erste fand ich war noch schlimmer, ja, das hier war aber auch offensichtlich. Aber wenn er natürlich gegen die Feeds, Weißenfels hat nichts dagegen zu setzen von dieser physischen Kategorie Spieler. Ja, und er fühlt sich da genervt. Ja, er darf einfach da nicht so reagieren. Und dann müssen die. Nicht auf meine Frage. Ja, ich komme jetzt dazu, natürlich, wie das bei mir ist, immer ein bisschen länger brauche ich, um zum Punkt zu kommen. Ich glaube, die Bayern müssen das machen, was am besten für die Mannschaft ist. Er hilft der Mannschaft nicht damit. Ja, er muss diese Szenen sehen, er muss sehen, wie viel Hektik er selber ins Spiel bringt, wie viel Hektik er in die Halle zu sich bringt, wie er die anderen Spieler aufbaut damit solchen Aktionen. Und wenn er seiner Mannschaft nicht hilft, dann muss das klar von den Offiziellen auch gesagt werden. Ja? Es geht einmal darum, natürlich seinen Mann zu stehen und für die Mannschaft da zu sein und hart und auch tough zu spielen und sich nicht klein beigeben, aber das hat damit nichts zu tun. Also vielleicht wirklich in Videoaufzeichnung ihm die beiden Dinger nochmal vorspielen, denn das war jetzt einfach... Aber das braucht man ihm gar nicht vorspielen, das weiß er. Das ist aber, solange er damit durchkommt, bei den Schiedsrichtern, das ist einmal durchgekommen, einmal nicht. Und ich glaube, wenn die Bayern gewinnen heute, dann wird man da vielleicht nicht so viel Augenmerk drauf legen, aber wenn sie verlieren sollten, dann wird das bestimmt ein Thema sein, weil es auch dazu beigetragen hat, noch weitere Unruhe ins Team zu bringen. So, komm, jetzt reden wir wieder über Basketball. Der nächste vergebene Freiwurf von Devin Oskoski. Ja, der sollte auch lieber einen Schritt weiter nach hinten gehen. Drei Dreier hat er schon eingetütet für die Gastgeber. 34, 37. Immer noch eine ganz enge Geschichte hier. Rice. Ja, sie müssen versuchen, ein bisschen Ruhe, ein bisschen Struktur in ihr Spiel zu bekommen. Halperin auf Green. Wieder Jotam Halperin. Nö. Aber er muss ab und zu einen Wurf nehmen. Er muss zeigen, dass er gefährlich ist. Er kann das ja. Überdreht von Timberlake und er schlägt ein. Schön gespielt von Rice auf Halperin. Klasse gemacht von Tyrese White. Sehr schöner Durchstecker. Ja, die Chance auf der einen Seite bis auf einen ranzukommen und dann auf der Gegenseite passiert und es sind wieder fünf. Besonders schmerzhaft, wenn man selber einen Korbleger verlegt und dann einen einfängt auf der anderen Seite, weil das Spiel der Bayern ist nicht souverän im 5 gegen 5. Oskoski, ach, der hat reingeguckt, aber da ist Kelly Beidler mit dem Offensivrebound. Wild ist es. Curry für drei, nee. Es ist ein wildes Spiel. Und jetzt holen sie sich das Ding doch wieder. Kelly Beidler. Also Frank, das ist ein ganz klares Zeichen, dass der Einsatz, dass die nötige Konzentration und der Willen nicht da ist. Wenn man drei Offensive bei uns in einem Angriff zulässt, dann ist man nicht präsent, dann steht man da nicht. Ja, und die MBC macht es nochmal, die machen es wirklich sehr gut, die nehmen mit ihrer Presse eine Menge, zwar und keinen Ball, aber die nehmen eine Menge Zeit von der Uhr. Aber hier hat er gerade einen Ball geklaut. Ja, genau. Wieder beim Offensivrebound. Ja. So, Christopoulos, der Cheftrainer nach Dirk Bauermann. Er ist ja vorher auch Assistenztrainer gewesen unter dem ehemaligen Bayern-Chefcoach. Das ist ja auch für ihn nicht leicht. Machen wir uns nichts vor, Stefan. Für Yannis Christopoulos.
der steht natürlich auch immens unter Druck, weil alle sagen, kann der die Mannschaft so im Griff haben, genießt er die nötige Autorität. Die Diskussionen sind immer da, wenn er nicht gewinnt. Also positiv für ihn ist schon mal, dass sich die offiziellen Verantwortlichen der Bayern da ganz klar geäußert haben. Das ist unser Mann, es wird es auch bleiben. Das ist schön zu hören. Ich glaube, unter dem Strich weiß er auch, dass er trotzdem Erfolge hier abliefern muss. Und das ist sehr schwer, weil er natürlich, genau wie dieses Spiel läuft, es ist so viel Unruhe im Umfeld, in der Mannschaft. Ja, jeder fragt von außen. Ne? Die Bayern betonen natürlich, nein, wir trainieren ruhig weiter, machen es auch. Ja? Aber was ihm jetzt wirklich nur helfen kann, sind Siege, um zunächst erstmal die Struktur im Verein, in der Mannschaft und im Umfeld zu beruhigen. Ja, und dann kann es mit der Mannschaft wieder aufwärts gehen. Also man muss ihm natürlich auch eine faire Chance geben. Das ist ganz wichtig. Das gilt fürs Umfeld, das gilt für die Medien, das gilt für die Fans in München. Das braucht alles Zeit. Das hätte es auch unter Dirk Bauermann gebraucht. Das ist eben immer so eine Geschichte mit der Geduld, wenn man so ein ambitioniertes Projekt hat, das ja ohne Wenn und Aber dem deutschen Basketball deutlich mehr Aufmerksamkeit bringt. Aber man will mittelfristig, wenn nicht gar kurzfristig, Erfolge haben bei den Bayern. Das habe ich im Gespräch mit Uli Hoeneß, das wir hier bei Sport 1 haben, deutlich gespürt. Rice, oh, da kommt er zu leicht durch. Gepennt in der Defense des MBC. Tyrese Rice spielt da mal seine Schnelligkeit aus. Letzten 13 Sekunden in dieser ersten Halbzeit. Knapper Rückstand für die Gastgeber. Was macht Curry? Wow! Wow! Curry mit dem Dreier. Und wir haben ein ganz enges Ding hier. 39-41 nur der Rückstand für den MBC. Vor der Saison hätte ich gesagt, wenn der MBC die Bayern schlagen kann, springe ich mit dem Baumgärtner aus 36 Kilometer ab. Ja? Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Das sind ganz andere Grundvoraussetzungen hier. So, und jetzt wollen wir mal von einem direkt Beteiligten hören, wie das so ist, wenn man den Ellbogen von Jared Holman vor die Birne bekommt. Sascha. Ja, Johannes Lange, direkt die Frage, weil es die Kommentatoren auch mehrfach angesprochen haben. Wie war das, diese Szene, als der Ellbogen rausging von Jared Holman und Sie auf dem Boden lagen? Erklären Sie mal, wie unsportlich war das vielleicht? Ja, okay, er wollte mich ausboxen. Ob das unsportlich war in dem Moment, ich weiß es nicht, aber er hat mich voll im Gesicht erwischt. Und naja, Schiedsrichter haben es nicht gesehen, das Spiel geht weiter. Haben Sie das Gefühl, es kam nochmal vor in der Szene, auch ein bisschen später, dass das so ein bisschen seine Art zu spielen ist, oder war das dann wirklich mehr Pech, so wie Sie es beurteilen können? Also, ich fand das jetzt nicht unsportlich, von daher. Sport, das ist einfach, da ist hart unter den Körben, da wird gekämpft, die Ellbogen werden verteilt und das ist normal so. Danke für die Einschätzung, viel Spaß im zweiten Abschnitt. Dankeschön, Johannes Lange. Also, das ist eine ganz enge Partie, liebe Zuschauer. 2-4 der FC Bayern hier im Wolfsbau in Weißenfeld. Wir sind pünktlich zurück. Gleich kommt die Halbzeit. Genießen Sie das Basketballspiel mit Beko. We know what you want. You want it all. And we're gonna give it to you. NBA 2K13. Mein Garten aus, als ich noch Rückenschmerzen hatte. Ich habe fast alles probiert. Und so schön sieht er heute aus mit Voltaren Schmerzgel. Voltaren Schmerzgel, Deutschlands Nummer 1 bei Bewegungsschmerzen. Mit Zweifachwirkung. Stoppt den Schmerz und bekämpft die Entzündung. Wirkt gezielt bei Rücken-, Muskel- und Gelenkschmerzen. Und ohne Schmerzen bereitet mir mein Garten wieder richtig Freude. Überzeugen auch Sie sich von der Voltaren Zweifachwirkung. Voltaren. Wieder Freude an Bewegung. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Warum ich so zufrieden mit der Hochkurburg bin? Weil sie mich im Schadensfall nicht im Regen stehen lässt. Und ich
weil die Hukoburg seit jeher meinen Geldbeutel schont. Niedrige Beiträge, Top-Schadenservice und Beratung in Ihrer Nähe. Wechseln auch Sie zur günstigen Huck-Coburg. Schiller, Sonne, das neue Album. Schiller, Sonne, jetzt überall. 40 Jahre Honda Civic, 20 Millionen begeisterte Fahrer, in der 9. Generation kontinuierlich weiterentwickelt. Verbessern kann man jetzt nur noch den Preis. Die Honda Civic 40 Jahre Edition, jetzt ab 13.590 Euro bei Ihrem Honda-Händler. Linsenplatz.de. Ganz einfach und günstig zur neuen Linse. Tageslinsen, Monatslinsen und Pflegemittel bis zu 70% sparen. Portofrei und auf Rechnung. Linsenplatz.de. Kontaktlinsen günstig online kaufen. Jeder Steinschlag wird irgendwann zum teuren Riss. Kommen Sie vorher zu uns. Nur Carglass hat das stärkste Reparaturharz Deutschlands. Es dringt tief in die Mikrorisse ein und hält länger als alle anderen Harze. Die ziehen sich mit der Zeit zurück. Mit HPX3 bleibt Ihre Scheibe stabil. Garantiert. Und das kostenlos. Steinschlag, Carglass. Drei neue Ibis-Marken. Neuer Komfort. I love it, cause it's helping me. I love it, cause it sets me free. I love it, it makes me happy. It is cooking. Die Bayern führen nur mit 2 beim MBC. Sherrod Corey mit einem Dreier kurz vor der Sirene zur Halbzeitpause, liebe Zuschauer. 39-41 aus der Sicht des Aufsteigers. Und der wehrt sich, der beißt, der kämpft, hat eine optimale Einstellung und macht dem FC Bayern München Basketball das Leben aktuell hier noch im Wolfsbau richtig schwer. Wir dürfen auch mehr gespannt sein, sind gleich zurück, zeigen Ihnen dann, falls Sie es nicht mitbekommen haben, mal ein Roundup, eine Zusammenfassung der Partie vom 4. Spieltag in der BKO BBL und sowohl die Chance für Sie was zu gewinnen und dann sind wir sofort zurück. Gewinnen Sie heute eines von drei NBA 2K13, das Basketballspiel des Jahres mit der einzigartigen Kombination aus packender Action mit vielen Superstars und Legenden und dem perfekten Soundtrack. Außerdem verlosen wir Ende Dezember eine PlayStation 3 inklusive NBA 2K13. Machen Sie mit und rufen Sie jetzt an unter der 01379 010099. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkpreise sind deutlich teurer. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren erlaubt. Wir wünschen viel Glück. I love it, cause it's helping me. I love it, cause it sets me free. I love it, it makes me happy. It is cooking, it is freezing, and it's cleaning. Oh, oh, because I'm waiting for your call and for the moon to release me. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Winterreifen. Was für ein verantwortungsvoller Job. Auf Ihre Qualitäten kommt es an. Überall. Bei jedem Wetter und in jeder Situation. So wie bei Reifen von Kumo. Verantwortung drin, Kumo drauf. Das ist Julia. Julia braucht einen Kredit für ein neues Notebook. Das sind Tina, Paul und Marc. Sie wollen Geld anlegen. Tina, Paul und Marc ermöglichen Julia den Kredit für ihr neues Notebook und bekommen dafür noch eine gute Rendite. Erfüllen auch Sie sich Ihre Träume mit einem Wunschkredit von privaten Anlegern auf auxmoney.de. Dynasty. Dynasty. As promised. We know what you want.
You want it all. And we're gonna give it to you. NBA 2K13. Jetzt auch Autokredite mit Sofortfinanzierung auf auxmoney.de. Hallo. Triff eine neue Art. Superagenten. Kaya Nain. Wenn geheime Informationen zerstören sich in 10 Sekunden selbst. Agent Ranjit rettet die Welt im Kino. Jetzt auch Autokredite mit Sofortfinanzierung auf auxmoney.de. Mit einem Steinschlag immer zum Spezialisten. Carglass hat das stärkste Reparaturharz Deutschlands. Es dringt tief in die Mikrorisse ein und hält länger als alle anderen Harze. HPX3 bleibt stabil und ist für Sie auch noch kostenlos. Steinschlag, Carglass. Der neue Mitsubishi Outlander. Kann viel, braucht wenig. Mehr als 370 Fußballvereine sind dem Aufruf Sponsor sucht Verein gefolgt und haben sich mit selbstgedrehten Videos beworben. Ein Team durfte sich über 50.000 Euro und ein Freundschaftsspiel gegen die Profis von Werder Bremen freuen. Der TSV Berndorf gewann den Hauptpreis der Targobank auf Frischprämie 2012. Nun rüstet sich der kleine Amateurclub für das größte Ereignis seiner Vereinsgeschichte. Ein Dorf steht Kopf. Das Jahrhundertspiel gegen Werder. Donnerstag 18 Uhr auf Sport 1. Das ist der Oktober auf Sport 1. MotoGP. Das deutsche Trio rast durch Japan, Malaysia und Australien. Fußball live. Die Fußball-Bundesliga und die zweite Bundesliga mit dem 500. Montagsspiel live. Und das Sport 1 Männer-Movie mit Sylvester Stallone in Over the Top. Woody Harrelson in Kingpin. Und Matthew McConaughey in Sie waren Helden. Der Oktober auf Sport 1. Die Sport 1 Highlights des Monats. Präsentiert von der größten Sportwettenarena der Welt. BWin. Es ist soweit. Es geht jetzt los. Ja! Es geht los. Ja! SEK Ludolf, das Schrotteinsatzkommando. Noch 2 Tage bis zur nächsten Sendung. Genießen Sie das Basketballspiel mit Beko. Das ist der Kapitän der Nationalmannschaft, der Spieler des FC Bayern, Jan Jagler, nur auf dem Fahrrad vor der Partie, liebe Zuschauer. Das bedeutet, ja, er muss ein bisschen was tun. Die Ärzte haben kein Okay gegeben. Er hat einen Haarriss im Schienbein, darf heute noch nicht mitwirken. Guckt sich ein bisschen gerade an, was seine Jungs so tun hier auf dem Feld. Aktuell ja nur die Warmwerfphase für die Bayern, die mit 2 Punkten führen, mit 41:39 hier im Wolfsbau beim MBC. Es ist ein enges Spiel weiterhin. Wir schauen auch gleich drauf, liebe Zuschauer. Zuvor aber der Rückblick auf das, was passiert ist am 4. Spieltag, unser Roundup der Beko BBL. Und da standen vor allem auch 2 Spiele im Fokus, nämlich die Neuauflagen der letztjährigen Playoff-Halbfinale. Es war die Überraschung des 4. Spieltages. Die Athlon Dragons ärgern weiter die Großen in der Liga. Diesmal war der Seriensieger Bamberg an der Reihe. Mit 78:72 schickten die Quakenbrücker die Brose Baskets nach Hause. Wieder in bestechender Form Neuzugang Bryce Taylor mit 21 Punkten. Da konnte selbst Bambergs Topscorer Bostian Nagba mit seinen 27 Punkten die erste Niederlage nicht verhindern. Coach Chris Fleming kennt die Gründe. Aus meiner Sicht hat Adlin mehr am Brett investiert, insbesondere erste Halbzeit, und hat den Ball besser gemanagt. Diese 18 Ballverluste haben uns definitiv den Knick gebrochen, und am Ende haben wir dann nicht verdient, das Spiel zu gewinnen, muss man damit leben. Ulm dagegen wurde bei der Neuauflage des Playoff-Halbfinales seiner Favoritenrolle gerecht. Auch wenn die Mannschaft trotz zwischenzeitlicher Überlegenheit um den Sieg zittern musste. Ein 14:0-Lauf der Würzburger machte das Spiel bis zum Schluss spannend. Das 95:88 bedeutete der 3. Saisonsieg. Der Europapokal unter der Woche hat bei Trainer Thorsten Leibenhardt und seinem Team Spuren hinterlassen.
Meine Interpretation geht dahin, dass ich glaube, wir waren körperlich müde und das nimmt dann auch die mentale Spritzigkeit. Wir sind dann einfach nicht mehr diszipliniert genug gewesen. Die Mannschaft, die weiterhin für Furore sorgt und ungeschlagen bleibt, ist Bayreuth. Im Überraschungsduell Erster gegen Zweiter konnte selbst Ludwigsburgs Lukas Steiger mit 19 Punkten die 82-94 Auswärtsniederlage nicht verhindern. Marco Vandenberg hat eine ausgeglichene Mannschaft zusammengestellt. Wir haben zusammengehalten und gut gereboundet und ich denke, weil wir wechseln können, haben wir mehr Wind am Ende auch. Sascha Obradovic sah nicht immer glücklich aus. Dabei hatte der Alba-Trainer keinen Grund dazu. Die Form konnte nach dem Euroleague-Coup in Siena mitgenommen werden. Phoenix Hagen blieb ohne Schocks. Mit 109-82 fertigten die Albatrosse die Hagener ab. Gut fürs Selbstvertrauen, denn am 18.10. geht es in der Euroleague schon wieder weiter. Sport 1 Plus und Sport1.de übertragen die Spiele. Der Bamberger und Berliner ab 19 Uhr live. Für den Spielzug des Spieltages sorgte TBB Trier. LEU in Perfektion und zum deutlichen Sieg gegen Frankfurt gab es dann noch eine gemeinsame Tanzeinlage. Und dann blicken wir, liebe Zuschauer, in aller Ruhe auf die Ergebnisse vom vierten Spieltag. Also die Dragons schlagen Bamberg 78-72, 27 Punkte von Bastian Nachbar, helfen Bamberg nicht. Ulm-Würzburg 95-88. Braunschweig-Bonn 66-83, Gießen-Bremerhaven 80-114, die Oldenburger gewinnen gegen Tübingen, Trier gegen Frankfurt und Alba schlägt Hagen, ja, 109-67, 19 Punkte von Heiko Schafazik und Bayreuth gewinnt wieder gegen Ludwigsburg und das ergibt folgendes Bild in der Tabelle. Ja, ja, die Bayreuther sind vorne, 4 Spiele, 4 Siege, das gab es noch nie, die waren mal 89 im Meisterjahr, Spitzenreiter, Ulm Zweiter, Alba, ja, auch ungeschlagen, aber erst 2 Partien. Die Dragons sehen wir noch auf der zweiten Seite. Bamberger sind Vierter, genau. Und da haben wir die Dragons auf der 11 hinter, ja, ganz kurz vor den Bayern. Und die müssen was tun. Sind 12. liebe Zuschauer. Und der MBC aktuell auf Position 13. Ja, und das ist ganz spannend, weil von Platz 12 bis 17, hier haben alle nur einen Sieg. Einzig die Tübinger sind in dieser BKBBL-Spielzeit bisher noch sieglos. Also jetzt geht's weiter mit dem FC Bayern München. Mit 41-39 vorne gegen den MBC. Es bleibt weiter spannend hier in Wolfsburg. Viel Spaß jetzt. So, dann rennen die Buletten. Zweite Halbzeit. Der MBC liegt mit 2 zurück gegen den FC Bayern München. Und ich habe gerade mit Sportdirektor Marco Pöschic kurz in der Pause sprechen können. Sie haben Jared Holman darauf aufmerksam gemacht, ein bisschen vorsichtiger zu agieren. Sehr, sehr sportlich übrigens die Aussage des MBClers Lange hier bei uns am Mikrofon. Der hat da nicht einen auf wehleidig gemacht. Trotzdem bleiben wir dabei. Und Marco Pešić sah das genauso. 3 durch Curry für den MBC. Also Marco Pešić sah es genauso. Die Bayern werden da auf Holman einwirken. Ja, und während Curry hier seine Punkte 11, 12 und 13 macht, habe ich eine SMS von Pete Miller bekommen, der Coach in Österreich war. Er sagte, für ihn ist der Curry überhaupt keine Überraschung. Er hat Wels, das war Coach von Wels, im Halbfinale persönlich abgeschossen, meinte er. Also für ihn ist es keine Überraschung, dass er hier so gut spielt. Du und deine SMS, die du immer kriegst. So. Ja, 5 Munden hat er gespielt in Österreich. Der kleine Aufbauspieler des MBC. Halperin auf Wright, der sich früh mit 2 Fouls ein bisschen selbst aus dem Rhythmus gebracht hat. Tyrese Wright musste ja dann eine Weile auf die Bank in der ersten Hälfte. Der MBC ist vorne gegen die Bayern. Kelly Beidler kommt durch, das Foul geht an Robin Benzing. Ungemein hektisch hier diese Partie. Ja, aber die MBC hat schon einen Plan. Sie wollen in Anführungsstrichen schlechteren Verteidiger unter Druck bringen. Das ist einmal Halperin und das ist einmal Robin Benzing, der den Drive von Beidler nicht so stark verteidigen kann. Und da werden sie oben immer spielen. Jetzt ist Halperin an der Reihe. Ja, er geht zum Korb. Ja, da wird aber gute Hilfe von Holman an dieser Stelle. Gegen Timberlake. Halperin. Roberts. Kein guter Ball, aber er holt sich die Kugel zurück und macht ihn locker rein. Lawrence Roberts mit ein bisschen Glück. Ist egal. Achteinhalb Minuten noch im dritten Viertel. Es ist ein Krimi bis hierhin. Es
war kein guter Pass. Einwurf für den MBC. 4 Sekunden noch für diese Offensive. Porup hat nicht einverstanden mit diesem etwas wilden Zuspiel. Er will schon den Ball auch in Currys Händen sehen, weil er ist derjenige, der am konstantesten scoren kann. Und wo die Bayern noch kein Mittel dagegen gefunden haben. Jetzt die Chance zum Fast Break für Tyrese Rice. Klares Foul von Curry mit dem einzigen Zweck, den Fast Break die leichten Punkte zu verhindern. Ja, aber das, was ich meinte, man muss natürlich, es ist ein taktisches Foul. Ja, und das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen komisch an, aber das ist eine Regel, die man nutzen muss. Und bevor ein Spieler einen leichten Korb macht, muss man eben seine 5 Fouls nutzen, um das zu verhindern. Und das machen die Bayern eben nicht. Oder haben es in der ersten Halbzeit nicht genügend gemacht. Und Curry macht das hier gut. Er verhindert eben schon den Drive zum Korb. Bei Jan Jagler fehlt ja den Bayern weiterhin nach einem Haarriss im Wadenbeinkopf. Also rund 2 Wochen wird er wohl noch ausfallen. Curry gegen Rice. Timberlake gegen Halperin. Der will ihm im 1 gegen 1 schlagen. Curry, noch 8 Sekunden für den Angriff. Geht hoch, Curry, für 3. Der war schwierig. Gut verteidigt von den Bayern. Also Pantic wird hier nochmal verwarnt wegen Flopping. Aber das nächste Mal, wenn es aus Sicht des Schiedsrichters zu so einer Aktion kommt, kriegt er ein technisches Foul. 5 Punkte Führung für die Bayern nach diesem Abschluss von Jared Holmes. Pantelic wird wieder Zeit für 3 von weit draußen. Curry von weit draußen. Ball ist bei Pantelic. Foulspiel. Holmes. Jetzt haben wir es ein bisschen verschrien bei Sherrod Curry. Zweites Foul von Holmen. Er muss mehr arbeiten jetzt für seine Würfe. Er muss mehr einsetzen. So, jetzt muss er den Ball ins Spiel bringen. Uiuiui, das war schon wieder ein Notpass. Kelly Beidler kommt da irgendwie durch, aber das ist ein Notwurf. Ball war am Ring, neue 24 Sekunden, Timberlake. Oh, das war ein Foul. Das war ein Foul, Partie läuft weiter. Halperin offen. Foulspiel an Curry. Also ich habe selten ein so wildes Spiel gesehen wie das hier. Das muss man ganz klar sagen. Es spielt eher, auch wenn du gesagt hast, Stefan, die haben den Plan, das so zu machen. Das, oder gerade deshalb, es spielt dem MBC eher in die Karten. Die Bayern brauchen einfach mehr Ruhe, mehr Struktur. Hier in Weißenfels war es noch nie einfach zu spielen. Schon gar nicht für den großen Favoriten. Weil da wirklich alles nochmal wach gemacht wird, was in die Waagschale geworfen werden kann. Und mit so viel Mut, wie Weißenfels hier spielt und das Spiel knapp hält, desto besser für Weißenfels. Pantelic. Macht er gegen Holmen. Pantelic. Es sind ausgeschlafener. Und Ballbesitz für den MBC. Die Bayern wieder mit Schlafmützigkeit. Curry. Und jetzt ist es nur noch einer. 46-47. Und schon geht die Post hier wieder ab und er kann nicht zufrieden sein. Yannis Christopoulos. Immer wieder diese leichten Ballverluste der Münchner. Wie ruhig können sie wirklich bleiben? Rice. Wild. Curry. Schön gespielt. Für 3 aus der Ecke Timberlake. Nein. Ball ist bei Beidler. Mit allem, was er hat, will er das Foul zwingen, aber
Da hätte ich auch nicht abgepfiffen. Ja, aber schwierig für Bayern ist die Situation im offensiven Rebound. Weißenfels fast jedes Mal in der Lage, den zweiten Ball zu kriegen. Das war gut gemacht von Jared Holmans. Schöner Spin-Move und dann über die Grundlinie den Korb als Blockschutz genutzt. 3-Punkte-Führung für den Favoriten. Foulspiel von Rice. Foulspiel von Rice. Und das ist das dritte von Tyrese Rice. Da muss Christopoulos eigentlich schon wieder reagieren und muss Steffen Hamann bringen für Tyrese Rice. Sprintet auch jetzt hier schon zur Auswechselbank und kommt für Rice. Timberlake gegen Halperin. Das kann doch nicht wahr sein. Also, ich muss ja sagen, ich hatte mit Stefan Beck so die ein oder andere Diskussion in der Bewertung von Jotam Halperin, weil ich den unglaublich mag. Ich habe ihn bei vielen großen Turnieren erlebt. Ich ebenso. Aber du hast immer gesagt, aber achte mal auf die 1 gegen 1 Verteidigung, da tut er sich schwer. Obwohl das hier in der Situation natürlich nie sein Fehler alleine war, sondern es war ein Pick and Roll mit Holmans, wo beide sehr schlecht aussahen. Einfach nicht kommuniziert, keine Absprache, wie verteidigt wird. So, hier nochmal, ja. Auch Holmans unentschlossen, ne? Also völlig unentschlossen. Chance zur Führung für die Gastgeber. Foulspiel Halperin. Auch so eine Geschichte, wo man sagt, wenn die Beine nicht schnell genug sind, dann arbeiten die Arme, die Hände und dann kassierst du das Foul. Das hat auch was mit Respekt zu tun. So ein Spieler wie Halperin genießt eigentlich hohen Respekt auch bei den Schiedsrichtern, weil es einer dieser Superstars der Liga sein kann. Aber wenn man als Schiedsrichter sieht, der Spieler verteidigt nicht richtig mit den Beinen irgendwann, hat er denn auch schnell den Ruf als schlechter Verteidiger weg und dann bekommt man noch eher das Foul. Und du bist schuld. Und du bist schuld, weil du es gesagt hast. Von der Linie immer wieder Fehler auf beiden Seiten. Jetzt auch wieder Timberlake. Bin mal gespannt, ob du irgendwann anstatt Chat Justin raushaust bei Timberlake. Ich bin gespannt. Zweite Pass. Offensivfoul. Steffen Hamann. Und hier dreht alles durch. ...49-49. Curry gegen Green jetzt. Das ist ein exzellenter Verteidiger, Demond Green. Timberlake gegen Hamann. Macht er! Der Chet Timberlake und der MBC führt Mitte des dritten Viertels gegen die Bayern. Und die sind so motiviert. Holman verlegt, Ball ist beim MBC. Da wirst du doch bekloppt hier. Das gibt's ja gar nicht. Timberlake gegen Hamann. Block kommt von Pantelic. Kein Pick and Roll. Pick and Pop. Pantelic von draußen. Das wäre es jetzt noch gewesen. Ball ist beim MBC Wachowski. Kein Foul. Aber wieder der offensive Rebound. Foulspiel und er zählt. Zählt gut durchgesetzt von Chevon Troutman. ...3:26 noch im dritten Viertel, 51 beide. Devin Uskoski kommt für Wachalski. Dortmund mit dem Bonus-Freiwurf. Chance für die Bayern, wieder knapp in Führung zu gehen. Nutzt er.
Drei Fouls haben übrigens Curry und Pantelic auf Seiten des MBC. Rice, Halperin bei den Bayern. Die Füße. Wieder Home und 1 gegen 1 gegen Pantelic. Green, Trautmann. Noch 6 Sekunden, da soll die Kugel hin für die Bayern. Schön abgelegt. Und dann macht er ihn nicht, Trenton Thomas. Weil Pantelic wieder da ist und hilft. Devin Uskoski, kommt er durch? Wird abgeräumt von Home. Also das ist schon extrem furchtlos, wie die immer wieder 1 gegen 1, 1 gegen 2 zum Korb gehen. Ja, aber das ist genau ihre Waffe. Sie gehen immer 1 gegen 1 und Bayern sind nicht in der Lage, das konsequent zu stoppen. Hier schön mit Homan, der zur Hälfte gekommen ist. Auch da von Homan schön eigentlich abgelegt. Achtung! Schon wieder ein Offensiv-Rebound, das ist ja unglaublich! Ja, und Timberlake-Rebound ist Willen. Das ist Willen. Du musst den Ball haben wollen und wenn man da sieht, wie der weiße Pacers Spieler Timberlake den Ball haben will, dann ist das einfach sehr, sehr schwierig jetzt für die Bayern. Trautmann vergibt, Ball ist bei Trevon Trautmann nochmal, gut nachgegangen. Thomas. Omen. Geblockt. Ballbesitz für die Bayern. 14 Sekunden. Noch ein ungemein wildes, kein schönes, souverän kein technisch ist das nicht, hochklassiges was Spiel. Souverän sieht anders aus. Williamson, der war sehr wild, als er kam in der ersten Halbzeit, der Isländer. Hamann. Green, nein. Weidler mit dem Rebound, Williamson im Aufbau, also ohne Curry jetzt, der MBC. Da gab es einen leichten Bruch in der ersten Halbzeit, aber der braucht auch mal eine Pause. Der ist faul belastet. Oh, jetzt kommt der Isländer, eiskalt wie seine Heimat, das Ding da rein. Eiskalt wie seine Heimat. Ja, großartig, war großartig. Ein Glück, dass du nicht mit dem Baumgarten auf 36 Kilometer Höhe bist. Der wäre nie gesprungen. Trautmann wird abgeräumt von Pantelic. 4 Punkte Führung für den MBC. Unglaublich. 70 Sekunden noch im dritten Viertel. Der Außenseiter führt. Devin Uskoski. Wilder Pass, kommt an auf Pantelic. Für mich war es ein Foul, Spiel läuft weiter. Oh! Ja, ein Schrittfehler von Steffen Hamann. Doch. Also, mein lieber Scholli. Und da muss man wirklich sagen, da kann man schon fast mitfühlen mit den Bayern. Schau mal in die Gesichter. Da ist auch keine Überzeugung, es ist Verunsicherung pur. Die wissen gar nicht, was hier passiert. Also es ist sowieso schon schwer für eine intakte Mannschaft, die auf der Höhe mental einfach bereit ist und ihrer Favoritenrolle bisher gerecht wurde, hier zu spielen. Aber für eine Mannschaft, die so viele Unruhe hat, ist halt nochmal schwieriger. Was macht der Beidler jetzt? Kommt durch. Nee. Ball ist bei Roberts, fast der nächste Fehler. Rice durch und jetzt... Oh Mann. Und jetzt Unsportliches gegen Beidler. Wenn du das pfeifst, musst du es übrigens 15 Mal im Spiel pfeifen. Ja, also ich verstehe so ein Pfiff, wenn ein Spieler 1 gegen 0 geht und dann praktisch eine Notbremse gezogen wird und reingreift. Aber das war ein Reingreifen. Ja, das war kein unsportliches Foul. Die Bayern werden es dankend annehmen. Rice geht an die Linie. Das ist ein Foul, wie wir es 30 Mal pro Spiel erleben, um den Schnellangriff zu unterbinden. Oh.
Aber man muss natürlich auch sagen, es ist natürlich auch für die Schiedsrichter nicht einfach in so einer wirklich sehr aufgeheizten Atmosphäre, wo alles wild und kunterbunt jetzt hier durch die Gegend rennt, die Ruhe zu bewahren und immer die richtige Entscheidung zu treffen. Malte Schwarz kommt für Kelly Beidler. Chance für die Bayern auszugleichen. Kortmann mit 15, ihr Topscorer bisher. Rice. Ball ist beim MBC. Die kämpfen wie die Teufel. Die kämpfen wie die Teufel. Green dazwischen. Und vermasselt Chet Timberlake den Spaß. Oh, guck mal. Normalerweise ist da rechts, wo gerade die Pfeife war, einmal das Gesicht von Stefan Beck. So, Pause. Kurz. Bis gleich. I love it 'cause it's helping me. I love it 'cause it sets me free. I love it, it makes me happy. It is cooking. Stefano Poropat und seine Wölfe aus Weißenfels führen 56-54 gegen den FC Bayern München hier in der Beko BBL. 3 Sekunden noch in diesem dritten Viertel. Vor der Saison, ich gebe das offen zu, hätte ich das, ich habe es vorhin schon mal gesagt, für komplett unmöglich gehalten. Aber wir haben eben eine andere Situation. Der MBC hat sein letztes Auswärtsspiel in Frankfurt, wichtig nach 2 Auftaktniederlagen, gewonnen, Selbstvertrauen getankt. Und die Bayern mit 2 Heimspielen in 3 Partien bisher. Davon hat er mit seiner Mannschaft 2-mal verloren, die beiden Heimspiele. Es gab nur in Anführungsstrichen einen Sieg in Gießen. Also die kommen nicht mit viel Selbstvertrauen hierhin. Und jetzt haben wir ein ganz, ganz enges Ding. Jan-Henrik Jagler, wie gern wird er mitmachen? Haarriss im Wadenbeinkopf. Es geht noch nicht. Wow! Ich werde bekloppt! Malte Schwarz! 59-54, 10 Minuten haben wir noch, es werden schwierige für die Bayern, ich halte das Ding aus, es ist unglaublich. Malte Schwarz, ein exzellenter Schütze, aber der war extrem schwierig. Wie Jagler damals bei der WM gegen Serbien, unglaublich, wir schnaufen durch, irre. Genießen Sie das Basketballspiel mit Beko. I love it 'cause it's helping me. I love it 'cause it sets me free. I love it, it makes me happy. It is cooking. Bridgestone Winterreifen. Den Winter unter Kontrolle. Your journey, our passion. Bridgestone. Gestern war ich mal wieder ganz in meinem Element. Denn meine Tochter feiert ihren 16. Geburtstag. Und auch jetzt musste schnell eine Lösung her. Nicht alle Helden kommen auf weißen Pferden.
Der neue Skoda Rapid. Erleben Sie ihn bei Ihrem Skoda-Partner. Skoda. Simply clever. Genießen Sie das Basketballspiel mit Beko. Das Burgenland steht Kopf. Und wir reden hier nicht von Österreich, wo der Curry mal gespielt hat. Wir reden hier vom ostdeutschen Burgenland. Und der MBC führt in der Beko BBL gegen Bayern München 59-54. Die Herren in Orange. Kommt der Favorit zurück, aber noch nicht mit zum Pass. Meine Güte, Robert. Und das wirkt alles so uninspiriert. Und Stefan Beck sitzt hier neben mir und grinst, weil er mir vor dem Spiel gesagt hat, ich habe hier schon die beklopptesten Dinge erlebt mit meinen Kölnern. Also ich muss wirklich sagen, wir sind hier mit Köln zwei- oder dreimal sogar hingekommen. Jetzt gibt es einen Foul abseits, wo die Spitze werden ermahnt. Die Spieler Bukowski und Broutman werden ermahnt, dass die beiden mal nicht so viel loslassen sollen. Ne? Aber ich habe hier mit Köln schon wirklich genau solche Spiele erlebt und wir waren eine intakte Mannschaft. Die Bayern haben wirklich strukturelle Probleme. Die müssen einfach hier mit einem Sieg selbstvertrauen. Malte Schwarz, der mit dem Wahnsinnsdreier. Jetzt haut er nochmal einen raus. Ball ist beim MBC. Und was die Bayern heute killt, tötet, Rebound. Das ist der Offensivrebound von Weißenfels. Pantelic ist irgendwie ist er überall. Duskowski. Nee. Und jetzt hat Roberts die Murmel. Rice drückt aufs Tempo gegen. Nächster Fehler gibt es da denn? 2 gegen 1. Aber das war nicht gut gespielt von Williamson. Aber sie bleiben den Ball. Jetzt noch 14 Sekunden für den Angriff. Da ist der Isländer wieder. Schwarz für 3. Schwarz für 3. Unglaublich, Malte Schwarz, die Bayern müssen reagieren. Was ist denn hier los? Outside, Outside, 8 für MBC. Dynasty, Dynasty, as promised. We know what you want. You want it all. We're gonna give it to you. NBA 2K13. Warum ich bei der Huck Coburg privat krankenversichert bin? Weil es um meine Gesundheit geht. Beste Leistungen, Top-Service und seit Jahren Platz 1 in der Kundenzufriedenheit. Huck Coburg. Aus Tradition günstig. Männer, aufgepasst, die Unisex-Tarife kommen. Bis 20.12. wechseln und niedrige Beiträge sichern. Ich bin aus Herrn Weber. Sebastian Wirt. Wenn aus Nachbarschaft Freundschaft wird, wenn aus Bier Bitburger wird, bitte ein Bit. Malte Schwarz mit seinem zweiten erfolgreichen Dreier in dieser Partie. Erst das Wahnsinnsding zum Ende des dritten Viertels zum 59-54 und dann zum Schrecken von Yannis Christopoulos, dem Cheftrainer der Bayern, gerade nochmal. From far downtown, von ganz weit draußen, zum 62-54. Unglaublich. Die Bayern müssen sich jetzt am Riemen reißen. Rice. Block kommt von Roberts. Green. Ungemein aggressiv, die 1 gegen 1 Verteidigung. Jetzt zu aggressiv von Williamson. Ja, von Malte. Malte Schwarz, Entschuldigung. Aber jetzt haben die Bayern mal versucht, ein bisschen ruhiger zu spielen und haben ausgespielt, aber sie haben keine klare Wurfchance bekommen. Jetzt ist es schwierig. Das war auch schon mehr ein Notwurf von Green, um da einfach noch schnell den Ball loszuwerden. Wenn man die beiden Kader miteinander vergleicht, dann kann man nicht glauben, noch was drei Sekunden, sieht. Nur noch 3 Sekunden. Er muss abschießen, Green. Geblockt von Pantelic. Die Bayern wirken führungslos. Die wirken orientierungslos. Das gibt's doch gar nicht. Roman und Halperin kommen gleich wieder. Gibt's das Comeback der Bayern? Rice.
versucht jetzt sehr viel auf eigene Faust, Tyrese Rice. Die wollen, das ist ja keine Frage, die Bayern, aber es fehlen die Mittel im Moment. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Und Riesenkompliment an diesen Willen, an diese Kraft, an diese Kondition des MBC. Wieder in Zeitnot. Sekunden abgelaufen, Ballbesitz MBC. Die Bayern spielen wie eine Mannschaft, die nicht weiß, was sie stark macht. Die nicht um ihre eigene Stärke weiß und die nicht weiß, was jetzt passieren soll. Oder möchte ich gerne mal Mäuschen spielen und wissen, was jetzt im Kopf von Yannis Christopoulos abläuft. Er ist ausgeflippt vorhin in der Viertelpause in der letzten. Hat versucht, das Team wach zu machen. Gegen Brandon Thomas. Nee. Schlechter Wurf von Kevin Huskowski. Devin Huskowski heißt er. Halperin. Ist ja noch alles möglich für die Bayern. Hier ist noch lange, lange zu spielen. Schön gespielt. Thomas frei. Nix ist es. Brandon Thomas ein Schatten seiner selbst. Schwarz nimmt das Tempo raus. Gut gespielt. Oh, Huskowski hat viel Zeit. Klares Foul. Geht an die Linie. Ja, vor allem ganz zwei. Guck mal, keiner ist da. Da weiß keiner, wer Huskowski decken soll. Huskowski. Huskowski. Zehn Punkte hat er bisher. Devin Huskowski drei von der Dreierlinie gemacht. Das ist übrigens der Riesenvorteil im Vergleich beider Mannschaften. Die Bayern von draußen absolut ungefährlich von der Dreierlinie. Und ein Curry, ein Schwarz, ein Huskowski streuen immer wieder Dinger ein. Und dann lässt er beide an der Freiwurflinie liegen und Williamson ein bisschen übermotiviert mit dem Nachgreifen und mit dem Foul. Die müssen natürlich ihren Streifen durchziehen, der MBC, mit dieser Aggressivität, mit dieser Hasselei. So haben sie die Bayern aus dem Konzept gebracht. Ja, und vor allem für die weißen Felser spricht einfach, dass Curry auf der Bank sitzt. Dass er sich eine lange Verschnaufpause gönnen konnte. Die Mannschaft führt mit 8 Punkten. Es sind noch 6,5 Minuten zu spielen. Er kann vielleicht 3-4 Minuten vor Schluss kommen und das Spiel versuchen, ihn nach Hause zu bringen. Ich bin mal gespannt, wie lange Poropat noch wartet, bis er Curry wieder ins Spiel bringt. Nicht allzu lange. Für Timberlake kommt Kelly Beidler zurück. Die Bayern jetzt müssen sie. Jetzt, also da gibt es jetzt keine Ausreden mehr. Da muss jetzt was fluppen vorne. Oioioioioi. Trautmann auf Benzing. Ballverlust. Einwurf für seine Mannschaft. Für das Team von Sherrod Curry, der immer noch draußen sitzt. Williamson. Schwarz gegen Halperin. Block kommt jetzt von Pantelic für Williamson. Pantelic rollt ab. Williamson nimmt den Dreier. Macht den Dreier! Unglaublich! Aber zu wenig Druck am Ball. Wirklich zu. Reis fängt jetzt ein bisschen an. Aggressiver an. Iceland 8 Points. Ja. Bisschen an aggressiver am Ball zu spielen. Aber unter fast jeden Pick'n'Roll wird runtergegangen, also gar nicht aggressiv gespielt. Und das nutzen die weißen Felser der MBC jetzt jedes Mal aus. 5,5 Minuten vor Ende des Spiels führt der MBC mit 9. Schön gespielt von Williamson. Pantelic, die 5 mit 11. Die Bayern-Defensive, der Fels. Trautmann, Foul an die Linie geht Sherman Trautmann. Aber sie schenken nichts her, die Gastgeber. Aber Stefan, noch 5,22, 56 Bayern-Punkte bisher und vor allem schon 67 kassiert. Es ist ja eigentlich nicht erklärbar, was wir hier erleben. Also man sagt ja vielleicht noch gegen Oldenburg und Spartanburg, die gelten zum engeren Favoritenkreis. Da kannst du verlieren. Aber beim Aufsteiger, beim MBC, da musst du einen Sieg einplanen, aus die Maus. Ja, aber die Frage ist ja, wie kommt man hierher? Wie kommt man hierher und fährt einen Sieg ein? Ja, gerade wenn es nicht stimmt, ja, wenn so viel, ich sag's immer wieder, so viel Unruhe im Team ist auch, ja, von, natürlich auch von außen reingebracht, auch von den Medien.
Ja, aber das ist ja nun mal die Situation, mit der man klarkommen muss. Da muss man hier hinkommen und verteidigen. Da muss man eisenhart verteidigen, von vorne bis hinten und jeden Rebound holen mit Willen. Und das haben die Bayern versäumt und jetzt wird es schwer. Sie machen die Schwarz wieder für drei. Sie machen die gleiche Erfahrung wie im letzten Jahr, als sie so viele Auswärtsspiele bei vermeintlich kleineren, schwächeren Teams verloren. Kommen Sie nochmal zurück. Es ist immer noch möglich für die Bayern. Einwurf für den MBC. Sie kommen mit der Aggressivität nicht zurecht. Also sie haben jetzt auch keinen Plan mehr. Ja, das muss man auch sagen, das ist jetzt wirklich planlos. Auszeit und hier ist der Teufel los. Wahnsinn. 67, 57. Es sind noch 5 Minuten effektive Spielzeit. Das kann eine Ewigkeit sein im Basketball. Aber der Glaube, das fällt uns schon schwer hier. Aber wie ist er noch beim Team der Bayern? Wie tief verankert. Und hören Sie mal Christopoulos. Haben wir gerade im Hintergrund, habe ich den schon wieder schreien hören. Ja, das ist die Situation, ja, wo Rice unter den Block geht. Und genau das spricht Christopoulos jetzt auch in der Auszeit an. Er sagt, every pick and roll trapping, das heißt doppeln. Ja, dass nicht mehr da der Spieler einfach zum Wurf kommen kann, sondern es wird direkt mit zwei Mann auf den Ballführer gegangen. Müssen wir vielleicht noch erklären, wenn er unter dem Block durchgeht, das heißt, er sinkt weit ab, geht ja, hinter dem Block. Es ist ja der einfache Weg im Prinzip. Ja. Es ist er so tut nicht so weh, wenn du an dem anderen hängen bleibst. Pick and Roll zu verteidigen ist sehr, sehr schwierig. Das kann man auch nur zu zweit mit dem Verteidiger des Centers, der den Block gestellt. Aber ja, du hast halt einfach, wenn du unter dem Block, hinter dem Block durchgehst und der andere spielt nicht richtig mit unter dem Block, dann ist eben die Sekunde da für einen guten Schützen, dass er den Platz nutzen kann. Ja, wenn Holmen dann auch so spät rauskommt. Aber ja, die Ursache ist, man glaubt nicht an den Wurf des anderen. Man glaubt nicht an den Wurf des Gegners. Und das müssen die Bayern jetzt erstmal lernen. Noch 6 Sekunden für diese MBC-Offensive. Beidler, 1 gegen 1 gegen Benzing. Fade away Jumper, nee. Gut verteidigt von Robin Benzing. Immer noch die Chance intakt für die Bayern. Rice gegen Malte Schwarz. Williamson klaut ihm die Murmel. Der Isländer. Kein Foul von Troutman. Erstmal macht er das hier super, sehr, sehr gut. Super gestealt. Und aber da dann will er zu viel. Ja. Aber hätte den reingemacht, ja, dann hätte die Hütte gebrannt. Ja, das mehr als der jetzt schon. Ja. Alperin. Zählt. Oh, ja. Und das ist das, was ich mich übrigens... Ich habe mir das Heimspiel gegen Wagenbrück angeschaut. Das trifft ihn selbst, trifft auch das Team. Ich finde, sie vergessen ihn in der Offensive immer wieder. Er ist ein Spieler, der braucht den Ball. Ja. Er ist so ein feiner, exzellent ausgebildeter, guter Offensivspieler, der nicht nur für sich alleine spielen kann, auch auf seine Mitspieler in Szene setzen kann. Jemand, der andere besser macht. Ja, also ein sehr guter Basketballspieler, aber er braucht den Ball. Und bei den Bayern hat sehr viel Reis den Ball, der oben mit Home und Pick and Roll spielt und Halperin einfach auch nicht findet. Zwar gegen Quakenbrück, Stefan, kann ich dir sagen, wir haben das ganze Spiel angeschaut, ganz genauso. Bis in die Schlussphase hat er kaum Ball gesehen. Da müssen sie sicherlich ein bisschen was ändern. 4 Minuten noch, 7 Punkte für den MBC, alles offen. Williamson, wann kommt Curry? Was macht Poropat? Wann bringt er seinen Spielmacher wieder? Schlechter Pass von Timberlake. Bayern können weiter rankommen, Halperin. Rice. Gegen Pantelic. Rice, die Bayern sind wieder dran. Tyrese Rice, Poropat reagiert. Ich finde, er muss vor allem reagieren und Curry bald wiederbringen. Nutzt die Schnelligkeit gegen Pantelic. Tyrese Rice für die Bayern. 11 Punkte für den US-amerikanischen Aufbauspieler. 16 hat Troutman. Also vorbei ist hier noch lange nicht. 3,5 Minuten, 4 Punkte, das ist nix. Der erste Dreier der Bayern, der sitzt in dieser Partie. Das sagt auch ein bisschen was. Ja, man kann ja die Idee haben, ja, und das ist ja auch durchaus richtig,
die Übermacht der Bayern unter dem Korb ist natürlich offensichtlich. Ja, mit Holmen, mit Troutman, mit Roberts. Ja, das sind einfach gestandene Spieler. Und wenn man den Plan hat, okay, wir wollen den Ball unter den Korb kriegen, dann muss man trotzdem eine richtige Mischung finden. Ja, und von außen kam definitiv zu wenig. Und wenn man dann treffen muss von außen, dann wird es natürlich umso schwerer. Aber für mich, den Fehler, die Bayern gemacht haben, sie haben nicht von Anfang an verteidigt. Und vor allem den Willen, gerade im Offensivrebound, vermissen lassen. Das ist ein Punkt, so kann man sich nicht präsentieren. Da baut man diese Mannschaft auf von Curry. Curry ist wieder da. Den brauchen sie jetzt natürlich in der entscheidenden Phase des Spiels. Halten die Nerven. Glauben sie an sich. Normalerweise muss das so sein, wie diese Partie bisher gelaufen ist. Beidler. Timberlake. Und Ball ist bei den Bayern. Spencing auf Halperi. Sie können weiter rankommen. 3:10 noch. Holmen rumpft. Nur noch 2 Punkte für den MBC. Gibt es hier doch noch die Wende. Herrlich spannend hier dieses Spiel. Curry. Ja, er saß lange. Man sieht, dass er nicht... Ja, für mich saß er, für meinen Geschmack saß er zu lange. Ja, und er muss jetzt, er muss die Mannschaft führen. Er muss jetzt auch wieder mit seinen Punkten, wie er es in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit gemacht Toller hat. Toller Pass. Warum? Offensiver. Warum nimmt er nicht den völlig blanken Dreier, Timberlake? War völlig blank. War super raus auf die Weakside gespielt von Curry hier. Macht er wunderbar, sensationell, ganz blank und dann ins Getümmel rein. Voll drauf auf Holmen. Das ist ein Offensivfoul ohne Diskussion. Wie wichtig wäre das für die Bayern, wenn sie seiner Mannschaft hier noch ein Schnittchen schlagen könnten und irgendwie den Sieg hier mitnehmen könnten, nach diesem Spielverlauf. Es kauft Ruhe. Rice. 2,5 Minuten noch. Halperin, schön auf Holmen. Green für 3, von draußen Green, nein! Oh, ist das spannend hier! Und die Halle tobt. Curry. Oh, hoffentlich wird Boropat das nicht bereuen, dass er so lange gesessen hat. Sherrod Curry. Pantelic. Noch 9 Sekunden für den Angriff. Foulspiel von Benzing an Beidler, wenn ich das richtig gesehen habe. Abseits des Bandes beim Kampf um die Position. Wollte aufposten Kelly Beidler gegen Robin Benzing. Das müsste dessen 4. Foul sein. Ja, und auch wieder erst das 2. Mannschaftsfoul der Bayern. Aber es heißt auch wieder, ja, man hat nicht richtig... Defense ohne Foul. Curry gegen Rice. 10 Sekunden noch für die Offensive. Curry kommt vorbei. Wow, aber scheitert, verlegt. Holmen mit dem Rebound. Bayern wieder mit der Chance zum Ausgleich. Rice. Man kann nicht sagen, es wäre langweilig. Rice kommt durch. Macht ihn Ausgleich hier in Weißenfels. 67:67. Ein Run der Bayern. 10 in Folge für die Bayern. So schnell geht's in dieser Sportart. Geil. Wildes Ding. Gutes Ding. Curry gegen Rice. 2 für den MBC. Also, 25. Gute Nachricht für den MBC ist, Curry ist wieder da. Rice, jetzt ist es das Duell der Playmaker. Rice 15 Punkte, Curry 14, MBC 69, Bayern 69. Jetzt verteidigen sie auch das Pick and Roll besser. Curry, jetzt hat er Geschwindigkeitsvorteile gegen Holmen. Oh oh, oh oh, Ball ist weg, Bayern hat die Kugel. Benzing, 50 Sekunden noch, Green. Bayern jetzt mit dem Vorteil. Holmen hat sich den Fuß vertreten. Hüpft. Sagt aber, spiel weiter, Rice. Setzt den Block. Wieder Rice. Und er macht ihn. Jetzt dreht er auf. Tyrese Rice ist plötzlich da. Und die Bayern führen mit 2. Das ist mal ein Comeback. Das hätten wir ihnen nicht mehr zugetraut. Ja, weil Weißenfels auch. Aber MBC hat den Faden verloren. Die haben überhaupt keinen Rhythmus mehr gehabt. Ich glaube, dass Curry doch wirklich zu lange gesessen hat. Es hat super geklappt. Mit Wilhelmsson, aber... Ah.
Hast du mir gerade recht gegeben? Ja, natürlich. Ich gebe dir doch immer recht. Aber, aber für die Psyche der Bayern, Stefan. Ich meine, das war nichts. Das war gar nichts. Über 32, 33, 34 Minuten. Und jetzt legen sie zum Ende des Spiels ein 14-2 Lauf. Aber ich muss auch sagen, es kann doch nicht sein, dass sich die Qualität, die wirklich überragende Qualität über Weißenfels nur in einem Spieler manifestiert, in Reis, der jetzt am Ende ein bisschen übernimmt und 6 Punkte in Folge macht. Das ist ja zu wenig auch für die Bayern, muss man auch sagen. Weil die Bayern müssen hier als Mannschaft viel und eindeutiger gewinnen als nur mit einem Spieler, der am Ende 1 gegen 1 spielt. Das ist denen, wenn sie das hier noch gewinnen, natürlich ist egal. Schnuppe, und weil auch wichtig. Ist für die Psyche wichtig. Weil dann nimmst du was mit. Ja? 37 Sekunden noch. Man muss fast schon sagen, dass der MBC das jetzt fast ein bisschen verschenkt hat. Ja, aus der Hand gegeben. Ja. Aber auch hinten haben sie jetzt besser, gerade das Pick and Roll verteidigt die Bayern. Und ich will dem Trainer da keinen Vorwurf machen, das ist nicht unsere Aufgabe, aber 2,5 Minuten früher den Curry wieder ins Spiel bringen, könnte mir durchaus vorstellen, dass es dem MBC geholfen hätte. Hätte, Fahrradkette, bringt ja alles nichts. Was machen sie, seine Jungs, mit dieser Offensive? Gekämpft wie die Löwen haben sie, die Wölfe. Aber muss trotzdem sagen, Willemsen hat wirklich super gespielt. Er hat auch nicht nur, aber es war vielleicht der eine Dunking, den hätte er nicht machen müssen, aber alles andere hat er sehr gut und richtig gemacht. Achtung, für 3. Wachowski scheitert, aber Ball ist wieder beim MBC. Timberlake, Ausgleich, 28 Sekunden vor dem Ende und wieder ein Offensiv-Rebound. Wachowski hier verschießt und wieder ist es Timberlake gegen Halperin, der da von seiner Athletik lebt. Und wir haben Ausgleich und natürlich die nächste Auszeit hier. Ganz runterspielen können die Bayern die Uhr nicht. 28 Sekunden effektive Spielzeit, 24 hat man für einen Angriff. Es könnte uninteressanter sein. Er wird keine Stimme mehr haben nach diesem Spiel, Yannis Christopoulos. Also vielleicht bringen wir ein paar Fußballfans, die vom Montagabend die zweite Liga live gewohnt sind, hier bei Sport 1 dazu, in Zukunft häufiger beim Basketball einzuschalten. Hier ist ordentlich was gebacken, es ist an Dramatik nicht zu überbieten. 71-71. Kommen die Bayern doch noch mal davon, holen sie hier doch noch den Sieg, der so wichtig wäre. Halperin gegen Timberlake, Rice gegen Curry, das Duell der Flitzer. Und damit meine ich nicht, dass sie sich nackig machen. Foulspiel von Curry. Und das heißt, Rice geht an die Freiwurflinie. Viertes Foul von Curry. Interessantes Foul. Sollten die Bayern das hier noch gewinnen, können sie sich in allererster Linie bei Tyrese Rice bedanken. Er ist mittlerweile Topscorer der Partie mit 19 Zählern. Die Antwort des MBC. Sie haben noch 15 Sekunden. Ein Zweier für die Verlängerung. Das Foul können sie sich noch erlauben, die Bayern. Das ist das dritte Team-Foul. Ja, können sich noch eins erlauben. Ja. Ja, und sie werden das noch nehmen. Ne? Deswegen Curry vielleicht ein bisschen zu spät losgegangen, weil er hätte mitrechnen müssen, dass die Bayern foulen. Ja. Ja, und jetzt nur noch 8 Sekunden auf der Uhr. 8,3 Sekunden noch. Er muss ein bisschen schneller jetzt. Weil es wird wieder ein Foul geben. Genau. Ja. 6,3 Sekunden. Beim nächsten Foul geht der
gefaulte MBCler, auch wenn er nicht im Wurf gefault wird, an die Freiwurflinie. Aber 6,3 Sekunden sind es noch. Fünftes Foul Rice. Wenn es eine Verlängerung geben sollte, kann das durchaus von größter Bedeutung sein. Aber noch sind wir nicht so weit. Was macht der MBC in diesen 6,3 Sekunden? Da ist Curry, rutscht kurz aus gegen Holman. Er muss abschließen, er tut's. Nein, die Bayern kommen doch noch mit dem Sieg davon. Mit anderthalb blauen Augen. Curry vergibt den letzten Dreier, weil Holman dicht dran ist. Da mal ein Lob an Jared Holman, dass er da stört. Wichtig stört. Es werden ganze Felsen, Meere sein, die Ihnen vom Herzen fallen, Stefan, oder, den Bayern? Definitiv. Also ich glaube, dass Weißenfels sich nicht damit zufrieden gibt, hier knapp verloren zu haben, sondern die hatten das Spiel schon in den Händen. Für die Bayern ist das sehr, sehr wichtig. Also, tolles Spiel haben wir gesehen. Bayern gewinnt 73-71 beim MBC. Es gibt ein bisschen was zu besprechen. Das macht gleich Sascha Bandermann. War das ein Kribbeln? Dieses Basketballspiel wird Ihnen präsentiert von Beko. It's helping me. I love it 'cause it sets me free. I love it, it makes me happy. It is cooking. Crazy Prices, jetzt bei C&A. Kapuzen-Sweatshirts nur je 12 Euro. Jeans nur je 15 Euro. Jetzt in allen C&A-Filialen und im C&A-Online-Shop. Hör mir zu, ich bin dein Vater. Nein, niemand! Komm auf meine Seite und zusammen können wir als Vater und Sohn eine Pause machen. Möge die Stärkung mit dir sein. Milchschnitte. Frischer, lecker, weiter. Ich war auf der Suche nach einer Antwort. Irgendetwas, irgendeinen Hinweis darauf, was ich tun sollte. Vor allem, weshalb ich überhaupt hier war. Ja, klar. Danke. Gerne. Erst einmal weiter, ne? Ciao. Ciao. Schmeck dich weg bei den McDonald's Fernschmeckerwochen mit dem Big Argentina Barbecue und dem Thai Chicken. Jetzt Gutscheine downloaden. Sei in deinem Element. Und es wird eins mit dir. Sei eins mit deinen Reifen. Und die Straße wird eins mit dir. Hankook-Reifen, offizieller Partner der Europa League. Wenn Sie bei sich Nagelpilz entdecken, sollten Sie handeln. In nur 2 Wochen beseitigt das Canesten Extra Nagelset den infizierten Nagelteil und die Extra-Creme in 4 Wochen die Erreger in der Haut. 4-mal schneller als viele Lacke. Die 2+4 Wochen Kurztherapie von Canesten.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Jeder Steinschlag wird irgendwann zum teuren Riss. Kommen Sie vorher zu uns. Nur Carglass hat das stärkste Reparaturharz Deutschlands. Es dringt tief in die Mikrorisse ein und hält länger als alle anderen Harze. Die ziehen sich mit der Zeit zurück. Mit HPX 3 bleibt Ihre Scheibe stabil. Garantiert. Und das kostenlos. Steinschlag, Carglass. Wahnsinn, wie lange das schon her sein soll, dass wir hier gedreht haben. 25 Jahre. Und jetzt? Die Stadt ist beweglicher geworden. Auch in den Köpfen. Dafür ist so ein mobiles Ding gerade richtig. Zeichnen, schreiben, Ideen teilen, andere inspirieren. Geht ruckzuck, wo und wann man will. Filme gucken, Notizen machen, ach ja, und telefonieren natürlich auch. Alles gleichzeitig. Völlig frei. Macht ja fast schon wieder abhängig. Warum ich so zufrieden mit der Kfz-Versicherung der Hukoburg bin? Weil mir die gute Beratung den optimalen Schutz garantiert. Und ich? Weil die Hukoburg seit jeher meinen Geldbeutel schont. Niedrige Beiträge, Top-Schadenservice und Beratung in Ihrer Nähe. Wechseln auch Sie zur günstigen Hukoburg. Unirossa, the new fragrance from Prada. Unsere Aufstellung des Jahres. Die limitierten Kia FIFA World Cup Editionsmodelle. Mit 0% Finanzierung und 7 Jahre Kia Herstellergarantie. Qualität in Bestform. Ein Mangolassi. Gewackelt, nicht gerührt. Agent Ranjit rettet die Welt im Kino. Willkommen, liebe Zuschauer, bei den Sport 1 News. Schön, dass Sie dabei sind. Sport 1, immer auf Ballhöhe. Aktuelle Sporthighlights vom Tage. Immer aktuell. Immer hautnah dabei. Kung-Fu-Kloster statt Boxengasse. Die Sport 1 News. Das sind Deutschlands Sportnachrichten. Gleich auf Sport 1. Die Sport 1 News. Präsentiert von der größten Sportwettenarena der Welt. bwin. ...73-71 gewinnen die Bayern in Weißenfels, weil Sherrod Curry diesen letzten Wurf nicht macht für den MBC. Und es ist, ich glaube, vor allem ein erleichternder Sieg für die Bayern und auch für den Sportdirektor Marco Pesic, den ich begrüße. Marco, direkt die Frage, wie viel Last fällt da ab, auch für Sie, für die ganze Mannschaft, wenn man weiß, dass das hier eine richtige, richtige Partie Arbeit war? Ja, jeder Sieg zählt. Vor allem in unserer Situation ist es natürlich wichtig, dass wir jetzt gewonnen haben. Vor allem nach dem letzten Spiel, wo wir in der letzten Sekunde gegen Hartlin verloren haben. Nichtsdestotrotz muss man der Mannschaft Respekt zollen, wie sie nochmal ins Spiel sich zurückgekämpft hat. Aber wir, die lange dabei sind, wissen ganz genau, dass diese Mannschaft viel, viel mehr kann und viel, viel mehr bringen muss. Warum hat sie es trotzdem auch, Sie sprechen es an, vor allem am Anfang und über lange Strecken nicht abgerufen? Und ich hatte den Eindruck, die Mannschaft ist gar nicht so richtig vorbereitet darauf, was hier auf sie zukommt. Das war ja eigentlich klar, was der MBC vor allem einbringt, nämlich unglaublich viel Willen, unglaublich viel Leidenschaft und Kampfbereitschaft. Ja, wir waren schon vorbereitet. Also wenn man sich an die letzte Saison erinnert, wo wir natürlich auswärts diese Spiele verloren haben. Dieses Jahr sieht es so aus, als wenn wir in der Lage sind, auch knappe Spiele auswärts zu gewinnen. Wir haben in der ersten Halbzeit meiner Meinung nach das Spiel mehr oder weniger kontrolliert. Aber wenn du auswärts spielst, darfst du dir keine Offense-Rebounds erlauben wie heute. Ich habe jetzt die Statistik nicht ganz genau gesehen, es waren weit über 10. Und dann mit solchen Offense-Rebounds gibt es natürlich der gegnerischen Mannschaft Selbstvertrauen und treffen die auch verrückte Würfe oder haben zweite, dritte Chancen und auswärts ist natürlich tödlich.
Ein Mann hat hinten, glaube ich, dann wirklich gerissen. Das war Tyrese Rice, der beim 10-0-Lauf zum 67-67 unglaublich viel beigetragen hat, die entscheidenden Würfe genommen hat, der Go-To-Guy war. Aber es reicht natürlich auch nicht nur ein Tyrese Rice, gerade in so einer Situation. Wo sind die anderen? Also erstmal sieht man, dass Rice 10 Punkte am Schluss gemacht hat. Aber ich muss wirklich auch den Holman loben, so wie der in den letzten 5 Minuten gekämpft hat und die Verteidigung zusammengehalten hat und sich da wirklich auch die Mannschaft mitgerissen hat. Das war erstmal gut. Und Therese ist ein Spieler, der diese Situation liebt, der auch dann die Verantwortung übernimmt. Aber, Sie haben es richtig gesagt, von anderen Spielern muss natürlich mehr kommen, im Sinne, dass sie mehr Verantwortung übernehmen in der Verteidigung, aber damit auch im Angriff. Jetzt ist ein Sieg wichtig, gerade in dieser aktuellen Phase. Was kann das freisetzen? Auf der anderen Seite hat die Mannschaft auch für schwerere Aufgaben auswärts das Nervenkostüm. Ja, okay, also wir haben jetzt erstmal das nächste Spiel ist das Spiel zu Hause gegen Ludwigsburg. Wir müssen unbedingt zusehen, dass wir jetzt die Zeit nutzen, bis dahin uns gut vorzubereiten, dieses Spiel zu gewinnen. Und alle anderen Auswärtsspiele nehmen wir eins nach dem anderen. Aber ganz kurz die Antwort, Sie geben mir recht, es fehlt noch einiges. Ja klar, also natürlich fehlt noch einiges. Das ist offensichtlich und wir werden daran arbeiten, dass es so schnell wie möglich kommt. Dann gute Heimreise mit dem Erfolg im Rücken. Danke Marco Pesic, liebe Zuschauer. Das war Basketball. Ja, eine spannende Geschichte. Da war richtig viel drin. Der MBC hat es dem FC Bayern richtig schwer gemacht, die dann doch hier triumphieren mit 2 Punkten in der Stadthalle von Weißenfels. Das soll es gewesen sein. Natürlich noch mit dem Hinweis, es gibt diese Woche am Donnerstag noch Euroleague. Ja klar, Alba ist dabei und die Borussia Baskets Bamberg auf Sport 1 Plus. Aber jetzt erstmal, hier geht's weiter mit Daniela Fuß und den Sport 1 News. Ganz viel Spaß dabei und tschüss aus Weißenfels.